Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute habe ich als Gast Professor Dr. Dirk-Uwe Sauer, aus meiner Sicht der beste Batteriekenner in Deutschland. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Er arbeitet in der Initiative Jülich Aachen zum Bereich Speichertechnologien ganz allgemein und speziell in Batterietechnologien. Und falls Ihnen diese Themen gefallen und falls Ihnen interessiert, dann können Sie gerne hier einen Daumen rauf oder ein Abo hinterlassen. Herr Sauer, es ist für mich sehr interessant, dass Sie schon früh mit Batterien angefangen haben. Ihre Promotion geht schon über die Bleibatterie. Warum hat die Bleibatterie eigentlich heute so immer noch so einen großen, guten Stand? In jedem Auto, nicht Elektroautos, finden wir immer noch eine Bleibatterie. Ja. Ja, Bleibatterien sind natürlich eine sehr zuverlässige Technologie. Also in der letzten Evaluierung, die die EU zu den Bleistarterbatterien in Fahrzeugen gemacht hat, steht besonders auch drin, dass eben die Zuverlässigkeit der Bleibatterien deswegen höher ist, weil man braucht keine Elektronik, um sie zu betreiben. Richtig. Das heißt, wenn Sie natürlich jetzt Ladungsausgleichssysteme und Monitoring und sowas haben, dann haben Sie einfach die Zahl der möglichen Elemente, die ausfallen können, ist größer. Und wenn es jetzt um die sicherheitskritischen Anwendungen in Fahrzeugen geht, da ist die Zuverlässigkeit erstmal für sich genommen als Gesamtsystem höher. Das ist einer der Gründe. Ja, ja. Und dann sind Bleibatterien natürlich weltweit verbreitet einfach. Sie haben Fabriken überall in der Welt. Blei als Rohstoff ist günstig. Es gibt Recyclinganlagen überall in der Welt. Das heißt, da, wo es nicht so sehr aufs Gewicht drauf ankommt, ist die Bleibatterie nach wie vor eine zuverlässige Technologie. Die auch. Ich habe mal nachgerechnet, ungefähr eine Terawattstunde Bleiakkus liegen auf der Welt rum, ganz grob geschätzt. Das ist wirklich eine enorme Menge. Für mich ist immer das Rätsel, es war eigentlich schon im Ingenieurstudium und der Rätsel, warum Blei eigentlich das einzige Element ist, was man so geschickt mit Schwefel, Wasserstoff als Akku aufbauen kann. Weil eigentlich denkt man, Blei ist ein ganz normales Metall. Hat das irgendwelche Eigenschaften, warum man da jetzt Blei und nicht irgendwie Eisen oder was auch immer nimmt? Das müssen wir doch auch machen. Einfach stabiler. Ne? Also das Problem ist vor allen Dingen, also es gibt natürlich eisenbasierte Systeme, es gibt zinkbasierte Systeme. Erstmal hat Blei mit gut 2 Volt eine relativ hohe Zellspannung, das ist schon mal gut für Wirkungsgrade. Ja. Das große Problem aber zum Beispiel mit eisenbasierten Systemen ist, dass die mit den wässrigen Elektrolyten nicht so gut zusammenarbeiten, weil die relativ gute Katalysatoren für die Wasserzersetzung sind. Ja. Ja. Weil Wasser zersetzt sich ja so ab 1,23 Volt und eigentlich ist also die Bleibatterie eigentlich völlig jenseits der thermodynamischen Stabilität. Ja, genau. Eigentlich müsste das Wasser sich total zersetzen. Aber glücklicherweise ist Blei ein so schlechter Katalysator, dass diese Reaktion so langsam ist, dass man nicht viel mehr als 2-3% der Kapazität pro Monat in der Selbstentladung verliert. Ah, ja. Und diese Selbstentladung ist tatsächlich die Wasserstoffbildung. Aber eben, die ist, deswegen darf man zum Beispiel auch beim Wasser nachfüllen nur Reinstwasser verwenden. Ja, richtig, und weil, wenn Sie Leitungswasser nehmen, da haben Sie so viel sonstige metallische Ionen drin, die dann als Katalysatoren für diese Wasserstoffbildung dann herankommen. Und dann nimmt Ihnen der Wirkungsgrad immer weiter ab und irgendwann können Sie es nicht mehr aufladen, weil alles nur noch in Richtung Wasserstoffproduktion geht. Ja. Und da ist Blei wirklich ein herausgehobenes Element. Also es gibt jetzt kein, was weiß ich, Kupfer, Aluminium, gibt ja viele Metalle. Aber da ist man mit Blei eigentlich wirklich in der glücklichen Lage. Das ist also da. Kupfer ist ein ziemlich guter Katalysator, schon Nickel sowieso. Ja, klar. Aber vor allen Dingen natürlich ist Blei zudem auch noch extrem günstig. Also jetzt, das ist natürlich, ich meine, die Rohmaterialkosten für eine Bleibatterie liegen bei 20 Euro die Kilowattstunde oder sowas. Mhm. Ja, da kommen Sie nicht mit irgendwas anderem. Ne? Das ist natürlich auch erstaunlich. Es ist eigentlich kein besonders häufiges Metall, wenn man so, also so grob guckt, weltweit, Verfügbarkeit von Blei, muss man schon gucken. Ja, aber es gibt relativ gut konzentrierte Minen, in der Regel mit dem Zink zusammen. Das ist meist Blei und Zink wird meist zusammen abgebaut. Also ja. Aber das Problem ist dann letztendlich durch diese inhärente, zwar schwache, aber doch Katalyse, gehen da immer einige Prozent pro Monat verloren und deswegen baut man jetzt, also gerade bei den Haussystemen, gab es ja mal eine Zeit lang, wo man mit Bleibatterien statt mit diesem Lithium, auf die wir noch kommen, gearbeitet hat. Hat da Blei eine Zukunft oder ist Blei dann doch irgendwann mal ein Problem? Also der Menge?
In den Hausspeichern, wie Sie sagen, da anfänglich waren mal 2/3 Blei. Wir haben noch Statistiken, wo man 2/3 Blei sah, 2013, glaube ich, und dann aber schon 2018 oder sowas waren es dann, glaube ich, 98% Lithium oder sowas. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist natürlich die Lebensdauer von Bleibatterien ist kürzer. Der Wirkungsgrad ist schlechter. Das heißt also, Sie müssen einen Vorteil über die reinen Investitionskosten bekommen. Ne? Wir sagen mal so grob, die müsste eigentlich von der Investition halb so teuer sein wie eine Lithium-Ionen-Batterie. Okay. Und das ist aber schwierig tatsächlich, weil die Lithium-Batterien basieren ja oder profitieren sehr stark davon, dass es diese riesigen Märkte gibt. Ne? Erstmal groß geworden in diesen ganzen Märkten der tragbaren Geräte, wo die Leute bereit waren, viel Geld zu bezahlen. Ne? Also die erste Lithium-Anwendung war ein Camcorder, da haben die Leute $3.000 pro Kilowattstunde bezahlt. Ja, unglaublich. Man hat einfach doppelt so große Nutzungsdauer oder halbes Gewicht relativ gesehen zu den damaligen Nickel-Systemen, die eingesetzt wurden. Und das heißt, die Economy of Scale, die in dem Lithium-Bereich werden, ist unerreicht. Ja? Während eben die stationären Bleibatterien sind semi-automatisiert. Ja? Das heißt, dort erreichen sie nicht die Stückzahlen. Starterbatterien sind günstig. Ja? Starterbatterien kosten weniger als die Hälfte, ein Drittel von dem, was so eine hochwertigere stationäre Batterie kostet. Okay, das sind zwei Batterieart, also zwei Fertigungslinien sozusagen. Genau, völlig unterschiedliche Fertigungslinien. Starterbatterien werden auf vollautomatisierten Linien, 5 Millionen Stück mindestens im Jahr, hergestellt. Das ist dann auch, wenn Sie da eine Kilowattstunde haben, dann sind das 5 Gigawattstunden. Ne? Das sind schon Gigawattfabriken. Ja, ja, ja. Das sind also auch Gigafactories. Genau, und im stationären Bereich, ja, wenn Sie überlegen wollen, 5 Gigawattstunden in Hausspeichersysteme, dann müssten Sie jedes Jahr 500.000 Häuser damit versorgen. Ja. Ja. Aus einer einzigen Fabrik heraus. Und da kommen Sie nicht hin. Ja. Und deswegen ist das ist ja das große Dilemma. Wir reden ja eben nicht nur von der Qualität einer einzelnen Chemie oder Technologie, sondern immer die Frage, was kostet sie am Ende? Ganz genau. Und da spielen diese Economy of Scale Sachen natürlich eine riesige Rolle und machen es auch neue Technologien extrem schwer, in diesen Markt reinzukommen. Weil sie müssen halt gegen eine funktionierende Technologie auf einem schon erheblich gesenkten Kostenniveau dann plötzlich agieren. Sie haben es gerade erwähnt, Blei hat aber schon auch zum Beispiel den Vorteil des Recyclings. Also man hat einen komplett eingefahrenen Recyclingprozess. Ja. Also jede Bleiakku wird am Schluss wieder zu Blei. Also zu Blei und dann auch wieder zum Bleiakku. Genau. Und wieder also zum Bleiakku. Also, genau, das ist auch 3/4 des weltweiten Marktes oder sowas ist Bleibatterien. Das heißt, man könnte es auch gar nicht downcyclen irgendwohin, aber braucht man auch nicht. Man kann das zurückführen in den Prozess. Vielleicht mal ganz kurz vom Wording. Wir haben immer dieses Wort Akku und Batterie nebeneinander. Hat das irgendwie einen Grund, warum das da auseinanderhebt? Also ich kannte früher Akku, kann man wieder aufladen, Batterie wirft man weg. Ja, im klassischen Deutschen ist das so, da man natürlich vom Englischen aber tatsächlich eigentlich Batteries grundsätzlich verwendet, ist das ein bisschen eingeschliffen sozusagen. Ah, okay. Also eigentlich reden wir fast immer nur über wiederaufladbare Systeme, die nicht wiederaufladbaren sind, ja Spezialanwendungen sozusagen. Ja, ja. Aber Sie haben recht, an sich könnte man es im sauberer Deutschen trennen, aber das tut eigentlich kaum noch jemand. Weil es ist mir nicht wirklich ganz klar gewesen, aber das mit der Sprache ist natürlich der Punkt. In Deutschland kann man differenzierter sich ausdrücken. Ja. Gut, also Bleiakkus sind eine Lösung, aber dann kommt eben die Revolution durch die Mikro- oder durch diese mobilen Geräte, dass man eben versucht hat, da hochdichte oder sagen wir mal graphimetrisch, sagt man so schön, also Batterien zu finden, die besonders wenig wiegen. Das ist ja für denjenigen, der die Handycam da rumtragen muss, wichtig. Und da kann man eben zur Lithium-Batterie, die ja eigentlich schon 1972 oder was entdeckt wurde, wenn ich das so erinnere. Also irgendwann, das sind ja relativ alte Technologien, also nicht so alt wie Bleiakku. Ja. Also die liegen ja irgendwie im 19. Jahrhundert. Aber gut, wir haben also eine Batterie, die aber doch schon sehr viel anders funktioniert wie so ein Bleiakku. Was ist denn die Grundidee, wie so eine Lithium-Batterie die Energie speichert? In der Tat, die Chemien sind deutlich unterschiedlich. Also bei einer Bleibatterie ist es erstmal grob gesagt so, Sie haben Blei auf der einen Seite, Bleidioxid auf der anderen Seite. Mhm. Das Blei bleibt aber auch, wo es ist. Ja, das Blei wandert nicht durch den Elektrolyten von einer Seite zur anderen. Jedes Bleiatom geht zwar in Lösung, es ist ja auch ein Lösungsfällungsprozess, aber die
Distanz, über die sich das Blei bewegt, ist irgendwie Mikrometerbereich oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt also, die Elektroden lösen sich auf oder rekristallisieren wieder bei der Bleibatterie. Und bei der Lithium-Ionen-Batterie haben wir es mit sogenannten Interkalationssystemen zu tun. Das heißt, wir haben im Prinzip Kristallstrukturen auf beiden Elektroden. Ja. Die bleiben immer gleich, die lösen sich nicht auf, die müssen sich nicht wieder neu bilden. Mhm. Aber wir bewegen das Lithium von einer Seite zur anderen. Das heißt also, mit jedem Lithium beim Aufladen bewegen wir es von der sogenannten positiven Elektrode zur negativen Elektrode. Es wird dann aus dem positiven Kristallgitter, was heute meist so aus Nickel, Mangan, Kobalt besteht oder aus Eisenphosphat, da wird das Lithium ausgelagert, wandert als geladener Ladungsträger, stellt eben die Verbindung zur anderen Elektrode her. Wird dann auf der anderen Seite im Graphit wieder eingelagert. Ja? Genau, das ist eben diese berühmte Eierbecher. Genau, das ist diese Interkalationstechnik. Ja? Das heißt, wir haben zwei bestehende Kristallstrukturen und das Lithium wandert einfach von einer Seite zur anderen. Und diese Wanderung, die geht natürlich, weil Lithium relativ kleines Molekül ist, Atom ist, relativ gut. Blei würde da wahrscheinlich was Großes, relativ großes Molekül. Genau, also das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Auch Lithium ist schon, also unser Lithiumatom ist schon 10.000 Mal schwerer als ein Elektron. Ja, also, das heißt, also man kann sich schon vorstellen, dass dieser eine Elementarladungsträger wird dann auf der zehnfachen Masse im Verhältnis, wenn man einen elektronischen direkten Pfad hätte, aber dann hat man natürlich keine Energiespeicherung, transportiert. Also der ist schon schwer, aber klar, Blei, also Blei hat 208 oder sowas. Atomgewicht, Lithium hat 7, da kann man sich schon vorstellen, dass das nochmal anders ist. Aber Blei würde halt auch nicht reinwandern in irgendwelche Kristallstrukturen, weil es dann natürlich viel zu groß ist. Aber das ist, jetzt ist ja die Frage, wo optimiert man an dieser Batterie? Wir haben ja da zwei Enden, also das eine ist diese Metallseite, wir haben also verschiedene Metalle, mit denen das Lithium, was macht es eigentlich genau, macht es eine Reaktion oder gliedert sich das ein auf die Nickel, Kobalt, was auch immer seid? Das ist interkaliert und bildet dann sich in der Struktur aus, aber es ist mehr so ein Einlagerungsprozess. Also, das liegt dann zwischen, es baut also keine direkten Verbindungen auf mit dem Metall. Ja, doch schon, weil das, sobald der Ladungsträger dann abgenommen wird oder beziehungsweise wenn das positive Lithium wieder neutralisiert wird, dann baut es sich schon in das Kristallgitter ein. Die dehnen sich ja dann meist auch etwas aus, also Graphit dehnt sich so um 10% aus. Das ist jetzt auf der Graphitseite. Das ist auf der Graphitseite und auf der anderen Seite aber sieht das genauso aus, da ist nur die Ausdehnung ein bisschen weniger. Diese Ausdehnung ist ja ein bisschen ein Problem von dem ganzen System, weil da dadurch diese Elektroden letztendlich leiden längerfristig. Genau, das ist mit einer der Hauptalterungseffekte, das ist auch der Grund, weshalb man zum Beispiel, allerdings gilt das für Bleibatterien ganz ähnlich, dort haben sie auch die eine Elektrode, wenn sie von Blei nach Bleisulfat umwandeln, dann haben sie einen Faktor 2,4 in der Ausdehnung des Materials und wenn sie von Blei nach Bleidioxid, von Bleidioxid zu Bleisulfat gehen, haben sie immer noch 1,96. Ja, also das ist wirklich immer mechanisch. Also es ist mechanisch. Das ist auch genau der Grund, weshalb Batterien, fast egal welcher Art, es nicht so richtig mögen, so richtig tief zyklisiert zu werden. Ja. Okay. Ja, wenn sie aus so einer Batterie nur so 15, 10, 20% rausnehmen, bei Lithiumbatterien haben wir gesehen, 20%, da veraltert fast nichts. Das kann man sich wie so ein Gummiband vorstellen. Ne? Wenn Sie so ein Gummiband immer nur so ein bisschen ausdehnen, das können Sie quasi beliebig häufig machen. Wenn Sie es aber immer bis ans Maximal spannen, das machen Sie ein paar Mal und dann reißt das. Dann haben wir und genau so ist das in diesen aktiven Materialien im Prinzip auch. Und deswegen sind diese tiefen Zyklentiefen sind immer schwierig. Und das ist eigentlich immer über diese Ausdehnung mechanischer Art. Manchmal kommen dann noch Potenzialfragen dazu, das ist dann nochmal ein zusätzliches Problem. Ja, da habe ich heute beim Herfahren wieder meine Elektroden beschädigt in meinem Tesla. Also da fährt man ja dann immer relativ tief runter, bis man an der Tankstelle oder an der Ladestation ist. Das heißt, das sollte man dann eher nicht so machen. Das verkürzt die Lebensdauer auf jeden Fall. Genau. Man soll die Batterie nicht richtig vollladen, weil vollladen bei Lithium-Ionen-Batterien ist schädlich. Das andere Ende? Genau, anders als bei Bleibatterien. Ja. Bleibatterien erreichen die längsten Lebensdauern, wenn man sie im Vollzustand hält. Okay. Ja, und Lithium eigentlich eher in tiefen Ladezuständen. Auch ein Grund, weshalb zum Beispiel in dem ganzen Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme Bleibatterien auch immer noch intrinsische Vorteile haben. Weil da wollen sie natürlich voll haben. Ja, klar.
Das heißt, da gehen eigentlich Lithium-Ionen-Batterien nur in Anwendungen, wo man Volumen begrenzt ist. Ja? 5G-Mobilfunkstationen, da hat man teilweise Volumenprobleme. Da kommt verstärkt Lithium zum Einsatz. Aber ansonsten ist Bleibatterien für einen Ladeerhaltungsbetrieb im vollgeladenen Zustand, um für den Notfall bereitzustehen, die günstigere Technologie. Das heißt, eine normale Autobatterie, die ist eigentlich immer vollgeladen, weil sie ja permanent aufgeladen wird und dann einfach in diesen Vollladezustand ist. Also jetzt nicht nicht Elektroauto, sondern ein Verbrennermotorbatterie, die Starterbatterien. Ja, das war früher so, es ist heute nicht mehr ganz so, weil natürlich heute die Batterien zum Beispiel mit den Stopp-Start-Verfahren und die sollen natürlich auch in der Lage sein, ein bisschen regenerative Bremsenergie aufzunehmen. Deswegen dürfen die Bleistarterbatterien heute auch nicht mehr 100% voll sein, was aber dann eben auch die großen Fragestellungen Richtung Lebensdauer verursacht und sowas. Ja. Jetzt haben wir in der Lithium-Batterie nochmal zurückzukommen. Da haben wir also das eine Ende, Elektrode metallisch, dann haben wir dieses Graphit oder neuerdings auch Silizium. Also vielleicht nur kurz, also wir sagen nicht metallisch, ja, weil also es gibt auch Lithium-Metall-Batterien, aber da wird dann das Graphit durch metallisches Lithium ersetzt. Also wir haben letzten Endes Metalloxide, Nickel, Mangan, Kobaltoxide und auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Graphit oder als eine der Möglichkeiten rein metallisches Lithium. Das ist das, was den Kolleginnen und Kollegen mit den Festkörperbatterien vorschwebt, also Graphit raus. Und Silizium ist so ein Mittelding. Ja. Das Problem ist, das Graphit hat als solches keine wirkliche Energiespeicherfunktion. Ne? Die Energie ist nur über das Lithium gespeichert. Aber man braucht heute, oder man hat heute einfach von der Struktur her 6 Kohlenstoffatome. Ja? Um ein Lithium, genau. Ja. Ja? Und diese 6 Kohlenstoffatome wiegen 72 Atommasseneinheiten und das Lithium wiegt nur 7. Ja? Das heißt, sie haben 10-mal mehr Masse im Graphit als eigentlich das einzulagernde Lithium. Ja. Das macht allerdings sehr zuverlässige, langlebige, schnellladefähige Batterien und sowas. Aber rein zur Energiespeicherfähigkeit trägt das nicht viel bei. Und während man also 6 Kohlenstoffe für ein Lithium braucht, ist es beim Silizium, kann man auf ein Silizium bis zu 3 Lithium, sagen wir mal, einlagern. Okay. Ja. Das heißt, da können Sie also dramatisch Gewicht dann einsparen, wenn Sie sozusagen den Kohlenstoff durch Silizium ersetzen würden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Volumenproblem. Kohlenstoff dehnt sich so um 10% aus. Das Lithium, wenn man Silizium, wenn man es vollständig litiiert, um Faktor 300. So, und das ist jetzt genau die Sache. Deswegen arbeiten die Hersteller im Moment so mit Zusätzen 5-10% Silizium, was dann in das Kohlenstoff eingebettet ist. Ja. So ein Booster ein bisschen. Ja, genau. Und der Kohlenstoff nimmt dann die Kräfte ein Stück weit auf von dem Material. Und da kann man dann, dann die Energiedichten speichern, steigern. Also nun zwischen diesen beiden Elektroden haben wir ja noch den Elektrolyt in der Batterie. Das ist ja wenn man so die magische Flüssigkeit aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen und Sachen aufgebaut, darf kein Wasser drin sein, habe ich jetzt gelernt. Absolut. Ja. Soll trocken sein, ja. Ist da viel Bewegung drin, dass man bessere Lösemittel oder Elektrolyten findet? Das ist es auf jeden Fall. Also Sie haben es schon ganz richtig gesagt, das Elektrolyt sozusagen ist so ein bisschen was Magisches. Alle reden immer über die Elektrodenzusammensetzung, aber die wirkliche Frage, gerade was Lebensdauer, aber auch Sicherheitsfragen angeht, ist eigentlich eine Elektrolytfrage. Und da gibt es zum einen die Frage nach unterschiedlichen Lösungsmitteln, aber dann auch noch zusätzliche Zusätze, die man dann braucht, um bessere Lebensdauern zu erzielen oder eben bessere Leistungsfähigkeiten. Also da steckt auch viel Know-how dann der Zellhersteller drin. Gerade wenn es so reine Zusätze sind, die kriegen sie auch nicht so ohne weiteres rausanalysiert, was da drin steckt. Denk mal kurz durch einen Gaschromatographen. Damit kriegen sie schon die Lösungsmittelzusammensetzung, die kriegen wir schon raus damit. Aber diese zusätzlichen Zusätze sind ganz schwierig. Ja. Ich sage immer, so wie bei Coca-Cola hat es 100 Jahre gedauert, bis jemand die Formel aufgelöst hat. Also so einfach ist es nicht. Ja.
Und da sozusagen, das ist aber natürlich sozusagen eine Achillesferse auch, weil Sie sagten schon, das sind organische Lösungsmittel. Organische Lösungsmittel heißt nichts anderes als einem Benzin sehr ähnlich, genau. Ja, genau. Das brennt. Es sind, das ist eigentlich das, was man immer hört, dass ein Elektroauto brennt, brennt eigentlich immer dieses Lösungsmittel. Vermutlich. Ja, das Lösungsmittel, aber dann auch der Kohlenstoff, ja, die Separatoren und sowas, also eine ganze Reihe organischer Materialien drin, aber es ist schon mal wichtig, genau, es ist kein Metallbrand. Ja, also es ist nicht das Lithium, weil Lithium, was soll das, würde ja wunderbar brennen. Also ja, aber Lithium gibt es, also in den Lithium-Ionen-Batterien gibt es kein metallisches Lithium. Ja. Das ist genau, also zumindest im Normalbetrieb, das ist ja genau die Idee. Ja? Ja, ja. Also die erste wiederaufladbare lithiumbasierte Batterie kam 1989 auf den Markt, die hatte eine reine metallische Lithium-Elektrode. Und das hat aber dann der Hersteller relativ schnell nach großen Rückrufaktionen wieder zurückholen müssen. Mhm. Und dann kam man 2 Jahre später, kam man dann eben mit dieser Graphit-Interkalationselektrode. Und damit setzt dann eigentlich erst der Triumphzug der Lithium-Batterien ein, wo man damit dann eben ein stabiles System hatte, was sehr viel sicherer ist. Ja, das ist aber deswegen ist trotzdem wichtig, dass man das im Kopf hat, dass eben die heutigen Batterien, die man heute einsetzt, wenn die brennen, ist das im Prinzip organische Materialien, die brennen. Heißt aber eben, man kann sie auch mit Wasser löschen. Ja? Ja, und Metallbrand sollte man nicht mit Wasser löschen. Ja, nee, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Also wir haben hier keinen Metallbrand, wir haben im Prinzip wie Benzin, irgendwas Organisches, was da brennt. Ja. Jetzt ist ja eine der Ideen, dass man statt diesen flüssigen Elektrolyten mit Festkörper, mit Feststoff-Elektrolyten arbeitet, Glas, Kunststoff, was auch immer. Kommt man da weiter oder wo hängt es da? Also das ist, gab irgendwie vor 2 Jahren oder was mal so eine Meldung, jetzt ist der Feststoff klappt, aber... Ich würde sagen, die gibt es seit 5 Jahren im Wochenrhythmus. Ja, okay, das kennen wir aus verschiedenen Branchen. Ja. Also das erste ist rein physikalisch. Wir hatten es vorhin schon von der Größe eines Ladungsträgers. Ja. Also wenn Sie tatsächlich ein echtes All-Solid, also ein vollständiges Festkörpersystem haben, dann muss dieses Ion eben wirklich durch die Festkörperstruktur durchdiffundieren. Ja, ja, das genau, heißt, das ist ein mühsamer Weg. Das ist ein richtig mühsamer Weg. Ja, und deswegen sind die Batterien, die es heute gibt, es gibt einen Hersteller aus Frankreich, der bietet Batterien auf Basis von polymeren Elektrolyten an. Die werden aber so bei 80 Grad ungefähr betrieben, um eben durch die höhere Temperatur zumindest eine vernünftige Leitfähigkeit zu kriegen. Ja. Ein bisschen extremer kennt man das ja aus diesen Natrium-Schwefel- oder Natrium-Nickelchlorid Zebra-Batterien. Da hat man 300 Grad, da hat man ja auch einen keramischen Elektrolyten bzw. Separator und da muss dann das Natrium muss dann da durchdiffundieren. Ne? Und das geht halt bei den hohen Temperaturen nur vernünftig. Ja, als Laie hat man ja immer die Vorstellung, durch einen Festkörper kommt man überhaupt nicht durch, weil wir haben ja immer irgendwie ein Glas, da denken wir, es ist dicht. Aber wenn man es dünn genug macht... Genau, wenn man es dünn genug macht und, das ist halt, und hochgradig dotiert damit, das ist auch eine der Sachen. Ja, also das sind ganz hoch... Also in den Keramiken sind das sehr, sehr hohe Lithiumkonzentrationen, die da drin sind. Und dann funktioniert das, prinzipiell funktioniert das dann, sagen wir so. Und dann setzen aber eine ganze Reihe von Fragestellungen ein. Ja. Also erstmal müssen diese Separatoren und Elektrolyt, das ist das Gleiche, die müssen dünn sein. Ja. Weil sie eben über langere Distanzen kommen sie dann nicht durch. Und die zentrale Idee ist ja letzten Endes eben vor allen Dingen einerseits natürlich die Brennbarkeit runterzubringen, was dann zu zeigen wäre, dass das auch gelingt, und zum anderen das Graphit loszuwerden. Ne? Das Graphit macht so 20% des Gewichtes aus, genau. Weil wenn ich jetzt eben mit reinem metallischem Lithium arbeite, das kann ich mit flüssigem Elektrolyt kann ich das nicht, weil sowohl das Graphit als auch das Lithium sind thermodynamisch gesehen zu dem flüssigen Elektrolyten hin nicht stabil. Ja. Ja, das heißt, wann immer ich eine neue Oberfläche habe, findet sofort eine heftige Reaktion statt. Darin in der Reaktion verliere ich Lithium, der Innenwiderstand wächst und so weiter. Und wenn ich jetzt mit dem Festkörperelektrolyt hingehe, dann habe ich aber eine definierte Oberfläche des Elektrolyten zu dem Aktivmaterial letzten Endes hin. Und das ist beherrschbar, dann, was die Lebensdauer prinzipiell angeht. Aber wenn Sie jetzt eben zum Beispiel mit metallischem Lithium arbeiten, wenn die Batterie entladen ist, dann ist sie weg. Ja? Dann ist das Lithium ist einfach weg. Ja? Das heißt, Sie müssen zum Beispiel durch Druck von außen Kontakt immer herstellen. Ja. Dazu kommt... dann eben diese Abhängigkeit von der Temperatur, also für PKWs,
gilt das als ein No-Go, da zu 60, 80 Grad hinzugehen, weil ja, sie müssten die Batterien bei den 23 Stunden, die das Fahrzeug rumsteht, genau, müssen das mal, entweder sie müssen es die ganze Zeit auf Temperatur halten oder sie können nicht losfahren. Ja, das wäre dann die Diesel-Gedenkstunde immer. Ja, aber nicht eben 20 Sekunden, ja, wie wir das genau, früher beim Diesel beim Vorglühen hatten, ja, sondern genau, da reden wir dann über eine Viertelstunde oder sowas, also mindestens. Das mögen wir gar nicht. Und die Batterie die ganze Zeit auf Temperatur halten. Ich meine, PKWs. Dass man sowas mixt, dass man sagt, gut, da gibt es jetzt sozusagen die Starterbatterie in dem Sinne, dass es diese Viertelstunde überbrückt. Und man dann sagt, also wenn ich jetzt so eine lange Strecke fahre, also da hunderte von Kilometern, dann kann ich ja den anderen eine Batterie hochlaufen lassen. Solche Systeme würden. Kann man sich vorstellen, aber dann müsste die, darf auch nicht ganz klein sein, weil die muss ja dann ja auch die volle Motorleistung erbringen aus dem Start heraus und sowas. Das und dann wird es natürlich auch eher kompliziert. Ja. Ne? Ja, das ist, also ich meine, ein Hybridauto ist ja da ein Beispiel, wie man es kompliziert machen kann. Genau, jetzt hätten wir nur die Hybridisierung auf der Batterieseite, aber immerhin. Ein bisschen weniger schlimm. So, und dann kommt aber, wenn man dann in die Keramiken reingeht, was also eigentlich so der heilige Gral wäre, dann, und das ist das, was bei allen Erfolgsmeldungen, die man vielleicht liest, meist überhaupt noch nicht gelöst ist, Produzierbarkeit. Ja. Sie müssen auf eine Anlage Hunderttausende von Quadratmetern machen, 5 Mikrometer Keramikschicht dicke drauf und da dürfen Sie auf all den 100.000 Quadratmeter, die Sie da am Tag da durchjagen, kein einziges Loch haben. Ja? Ja. Weil sonst haben Sie einen Kurzschluss an der Stelle. Das ist natürlich ganz gut, Und dann ist die Frage, wie ist das mit, wenn man es wickelt und sowas. Und, also die Fragen sind kompliziert. Dazu kommt dann auch, Sie kriegen hohe Energiedichten in den Batterien immer nur, wenn Sie dicke Elektroden machen. Ja, wenn Sie dünne Elektroden machen, dann verlieren Sie viel zu viel im Stromableitern, Kupfer und Aluminium, in dem Separator und sonst was. Also müssen Sie eigentlich dicke Elektroden machen. Mhm. Aber müssen über diese tiefen Dicken von 100 Mikrometer und mehr, müssen auch in diesen Porensystemen, müssen auch in der Keramik immer noch die Ionen fließen. Das heißt also, wenn Sie genau hingucken, das, was so heute, wenn es angeboten wird, hat also überhaupt gar keine Vorteile in Energiedichten bisher, weil das würde man erst erreichen, wenn man wirklich auch auf die dicken Elektroden gehen kann. Ja, da einen gewissen Sicherheitsvorteil, weil das mit der Brennbarkeit runtergesetzt. Das ist noch zu zeigen, also bisher sozusagen das, was ich aus den Laboren gesehen habe, also weil sie eben wirklich eine extrem hohe Zuverlässigkeit in der Produktion brauchen, damit sie in diese Kurzschlussgefahr nicht reingeraten. Also von daher, wir sehen es nicht so sehr schnell. Ja, okay, also jetzt gibt es noch eine andere Richtung, zumindest vom Namen her ist die Lithium-Luft-Batterie. Dass man sagt, man nimmt den Sauerstoff aus der Luft, lässt er mit Lithium reagieren und diese Reaktion nimmt man direkt für die Spannungskette. Gilt ja als super schwer wegen diesen kleinen Kristallspitzen, die sich da bilden. Oder wo liegt eigentlich das Problem? Also man kann Metall-Luft-Batterie nicht nur mit Lithium machen. Ja. Man kann das mit Aluminium machen, mit Natrium und sonst was. Also das ist ja ein prinzipielles Konzept erstmal. Das große Problem ist, dass viele dieser Metalloxide, die sich bilden, ganz schwer wieder aufladbar sind. Ja. Okay, man hat da sozusagen einen One-Way-Prozess. Also wie viele normale Batterien, also Zinkoxidbatterie, glaube ich, ist das die... Ein Weg funktioniert problemlos. Genau, Hörgerät. Das haben wir auch im Lithium-Bereich, gibt es das. Ja. So Batterien, die zum Beispiel in Heizungssystemen die Messung machen über 10 Jahre oder sowas, das sind alles Primärbatterien. Ist alles das Gleiche. Das funktioniert gut. Ja. Mhm. Aber Sie müssen eben sehen, dass Sie den Reaktionsprozess so fahren, dass Sie nicht in diese ganz schwer auflösbaren Metalloxide kommen. Ne? Okay. Also beim Aluminium zum Beispiel, wenn Sie das richtige Aluminiumoxid haben, das ist das, was so eloxiert. Ja? Das ist genau das, was die stabilstmögliche Schicht ist. Ja? Und Sie können sich vorstellen, wie schwierig die dann wieder aufzulösen ist. Und dann kommen Sie zu ganz schlechten Wirkungsgraden. Das ist das eine. Und das andere zentrale Problem, weshalb die Automobilindustrie im Moment das quasi auch nicht verfolgt, ist, man kann damit zwar höhere gravimetrische Energiedichten erzielen, also Gewicht pro Energie kann damit deutlich sinken, aber volumetrisch ist schon jetzt klar, dass man damit nicht unter den aktuellen Stand der Lithium-Ionen-Batterien kommt. Okay, und schon gar nicht das, was man in 5 bis 10 Jahren haben wird. Der Kofferraum voll. Genau so ist das. Mhm. Ja, weil das wird oftmals übersehen, in den PKWs spielt nicht das Gewicht die entscheidende Rolle, das ist das Volumen. Mhm. Ja. Die Elektromotoren fahren ja auch so ein Auto, die sind so durchzugsstark, ehrlich gesagt, ob sie da 300 Kilo mehr da im Unterboden drin haben oder nicht, das merken sie als Kunde kaum.
Wenn die Batterie allerdings irgendwie 30% größer wäre, das merken sie sofort. Ja. Mhm. Und deswegen sind diese Metall-Luft-Batterien, also man muss wirklich gucken, wohin. Ja. Im stationären Bereich wird der Wirkungsgrad zu schlecht sein, im Fahrzeug-Pkw-Bereich ist es Problem. Wo es super spannend wäre, ist in allen Arten von Flugkörpern, also diese Lufttaxis und sowas da. Ja. Da spielt Volumen in der Regel nicht so sehr die Rolle, ja, aber da ist Gewicht natürlich alles entscheidend. Ja. Und das könnte mal so eine Anwendung sein. Allerdings muss auch da natürlich höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit erreicht werden und das muss man erstmal dann auch nachweisen. Ja gut, jetzt haben wir es ja vorher schon ein paar Mal angesprochen, es gibt ja noch andere Metalle, also Natrium als in dem Periodensystem unterhalb vom Lithium, also sagen wir ähnlich vom Verhalten. Ja. Bisschen schwerer, wie viel ist das schwerer? 8? Nee, ich glaube so 21 16, oder so. Also wenn man das da runter guckt. Also nicht wirklich schwer, weil wir ja sowieso gelernt haben, andere Sachen sind eher ein Problem, was das Gewicht sammelt. Ich weiß nicht, wenn man mal ausgerechnet, bei einer Tesla-Batterie sind, glaube ich, 25 Kilo Lithium und 600 Kilo Batterie. Irgend so ein Verhältnis. Also 3% sagen wir typischerweise. Ja, genau, 3% irgendwas schon, in der Richtung. Ja. Natrium wäre also erstmal extrem gut verfügbar. Das ist unzweifelhaft. Kochsalz, das lassen wir in Tonnen auf die Straße streuen als Tausalz. Also Natrium ist erstmal vorhanden. So, jetzt baut man eine Natriumbatterie. Da haben wir jetzt verschiedene Konzepte gibt's für Natrium. Natrium-Schwefelbatterie, heiß und brennbar, gefährlich. Ja. Andere Natriumbatterie-Konzepte, die man jetzt sozusagen an die Lithium-Batterie anlehnt, also auch Natrium-Ionen-Batterien. Genau, also neben der Natrium-Schwefel gibt es noch Natrium-Nickel-Chlorid, ja, das man dann im Automobilsektor dann eigentlich vorgezogen hat. Natrium-Schwefel macht man ja schon seit langem eigentlich nur noch für stationäre Anwendungen. Ja, genau, wir kommen da nur dran auf die Anwendungen. Ja. Aber Natrium-Nickel-Chlorid ist dann sozusagen, die Vorteile gehen dann noch schnell weg, weil dann haben sie ganz viel Nickel drin und Nickel ist auch heute in den Batterien teures Material. Und sie haben trotzdem diese 300 Grad, das heißt, wenn dann nur Nutzfahrzeuge oder eben gut belastete stationäre Anwendungen, indem man hohe Zyklenzahlen fährt. Und ansonsten, klar, also das ist sozusagen das, was im Moment jetzt eben ganz heftig diskutiert wird und wo jetzt die ersten Zellen auf den Markt kommen. Das wäre dann wirklich ein Natrium-Ionen-System, was im Kern erstmal ganz ähnlich funktioniert wie die heutigen Lithium-Ionen-Batterien, eben auch mit Interkalationselektroden und dann eben mit dem Natrium als Austausch-Ion. Natrium ist auch jetzt von der Metallhydrathülle und sowas gar nicht so schrecklich groß. Also das geht schon ganz gut. Da werden auch gute Leistungsfähigkeiten erzielt. Es gibt auch Kombinationen, eine große Bandbreite, die dann also auf jeden Fall ohne Kobalt auskommen, teilweise ohne Nickel. Ja, das ist ja auch noch so ein Metall, mit dem man... Genau, so Kobalt und Nickel kann man dann vielleicht noch loswerden. Im Moment sehen wir, dass so eine Natriumbatterie wird nicht in den höchsten Bereich der Energiedichten vordringen. Also ich sehe zum Beispiel keine Natrium-Ionen-Batterien in den tragbaren Endgeräten wie Smartphones oder so. Ja, okay. Ja. Und ich sehe sie auch nicht in den PKWs, die 500 und mehr Kilometer Reichweite haben sollen. Ja. Aber in den Fahrzeugen, die 300 Kilometer haben sollen oder 350, da wo man heute auch viel über Lithium-Eisenphosphat spricht, das ist auch ist eine Lithium-Variation, aber auch mit deutlich geringerer Energiedichte. Da, wo man Lithium-Eisenphosphat sagt, da denken wir, kommt man mit der Natrium-Ionen-Technologie auch hin. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Generation. Das ist natürlich auch nicht ist ja gar nicht zu erwarten und gar nicht notwendig. Aber das ist ein Wettbewerbspfad, der aus meiner Sicht realistisch ist. Ja, das heißt, das wären so die mittelgroßen Fahrzeuge und Kleinfahrzeuge, die durchaus dafür in Frage kommen und natürlich vor allen Dingen stationäre Batterien. Ja, das mit den stationären ist ja auch noch ein anderer Aspekt. Jetzt eine andere Kette ist noch Zinkbatterien. Also Zink ist ja auch ein relativ üppig vorhandenes Metall und mit sehr interessanten elektrochemischen Eigenschaften, also große Energiedichte eigentlich erzeugt. Ja. Zink sind natürlich immer wieder sozusagen, kommen immer wieder auch mal hoch. Man hat lange Zink-Luftbatterien zum Beispiel, hat man viel dran gearbeitet, wieder aufladbare Zink-Batterien, immer wieder mit den gleichen Problemen. Ja. Letzten Endes wo scheitern die? Ja, auch wieder Zinkoxide, die sich bilden. Ah, okay. Auch da immer wieder die Frage, was erreicht man an Wirkungsgraden? Die Zellspannungen sind nicht sehr hoch. Ja. Das heißt, je kleiner die Zellspannungen sind, desto
schwieriger kriegen sie es mit dem Wirkungsgrad hin. Und gerade in so einer stationären Anwendung, da macht Wirkungsgrad halt richtig was aus, ja? Weil das sind Betriebskosten. Okay. Ja, ja? Das sind echte OPEX. Ja, 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 ja. Und gerade wenn der Strompreis auch noch hoch ist, dann wird es eben besonders kritisch. Wenn der Strompreis ganz klein ist, dann sind Wirkungsgrade nicht so von Bedeutung. Aber wenn man hoch liegt, dann macht das schon richtig was aus. Ja, unterm Strich sozusagen, man hat nie ein so praxistaugliches Gesamtsystem. Ja, genau, ja, also weil das ist, sie müssen sich halt heute einordnen letzten Endes in die bestehenden Technologien und müssen letzten Endes sagen, entweder können sie irgendwas technisch besser, ja, was der Kunde bereit ist zu bezahlen, oder sie müssen billiger sein. Mhm. Ja, und das genau, jetzt ist, mal, ist da nicht mit gelungen. Kommen wir zu dem Problem des Billiger. Also das ist ja eines der Phänomene. In Deutschland werden so Sachen immer sehr gut entwickelt. Das haben wir bei den Solarzellen gesehen, bei vielen anderen Technologien. Und dann werden die in unglaublich großen Serien in China produziert. Ja. Also wir haben am Schluss dann kaufen die Produkte, der Solar kauft, glaube ich, jetzt zu 95% in China ein. Bei Batterien ist es nicht ganz so extrem, weil der USA da auch ein bisschen was herstellt, auch in Europa. Ja, okay. Ja, gibt eine Gigafactory zumindest in Nevada, weiß nicht, wie viel die wirklich produziert auf dem Weltmarkt. Ja. Aber tendenziell ist es so, dass wir hier nicht der Produktionsstandort für Batterien sind. Und die Chinesen eigentlich immer diesen, sage ich mal, den Trick gemacht haben, sie haben es einfach in so großen Mengen produziert, dass sie durch einen Scaling-Effekt meistens unter den üblichen Preisen gelandet sind oder auch vielleicht andere Sachen noch. Ja, ich glaube CATL als der größte, ich habe gerade eine Nachricht gelesen, ich glaube irgendwie sowas, die haben 37% des weltweiten Batteriemarktes, hoch, dass der, ich glaube der chinesische Ministerpräsident das schon als ein Risiko ansieht, wenn so viel auf einer Firma akkumuliert ist sozusagen. Ja. Aber aber ja, weshalb ich gerade bei USA so ein bisschen zurückhaltend war, also die Gigafactory dort ist natürlich auch erstmal mit japanischer Technologie gebaut worden. Ja, das ist Panasonic gewesen. Eben. Deswegen, da die USA und Europa tun sich da in dieser Hinsicht nicht viel, dass sie beide sozusagen originär aus den frühen Jahren keine eigene Technologie haben. Ja. Ja, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass dieses ganze Unterhaltungselektronik-Sachen sind alle Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nach Asien, weil keine hohe Wertschöpfung angeblich und sonst was, das alles weggewandert. Das heißt, da war der Druck. Ja. Deswegen sind ja auch die großen klassischen Hersteller, sind Elektronikkonzerne. Ja. Sanyo, Sony, Panasonic, LG, Samsung. Ja. Das sind alles die großen Pioniere. Okay. Das sind alles, die haben einfach einen Druck gehabt, sozusagen. Klein und leicht. Und klein und leicht. Ja, genau. Und so, und deswegen, also was wir heute in USA oder in Europa an Fertigungskapazität haben, das sind ja alles nur Satelliten, sozusagen Fertigungsstätten der Asiaten. Okay, ja, das wird noch schlimmer. Und, jetzt kommt es erst sozusagen, also Tesla in Grünheide, die wollen da natürlich dann schon eine eigene Technologie, jetzt auch dann gelöst von Panasonic bauen. Und dann sind natürlich jede Menge Projekte in Europa unterwegs. Ne? Also VW sicherlich als der größte mit bis zu 6 Fabriken, 40 Gigawattstunden pro Jahr, Jahreskapazität. Also da soll es schon jetzt kommen, aber wir müssen da müssen von hinten anfangen, sozusagen den Markt dann aufzubauen. Man hat ja in Deutschland mal, also ich habe mal gehört, es gab mal eine Zeit, wo nur noch ein Elektrochemie-Lehrstuhl in Deutschland existierte. Also die Wissenschaft ist da auch erst mit dem Aufbau, da sind Sie ja Pionier ein bisschen in der Richtung. Sie haben hier ein riesiges Institut aufgebaut. Genau, wobei ich ja selber gar nicht sozusagen aus der Elektrochemie komme. Ich komme ja eher aus der Ingenieurswissenschaft. Also ich stecke so zwischen der Materialentwicklung und der Anwendung persönlich. Mhm. Aber ja, das, Deutschland war mal führend in elektrochemischen Sachen. Die ganzen Standard-Lehrbücher aus den 60er, 70er Jahren stammen größtenteils von aus Deutschland. Ja. Das ist dann tatsächlich weitgehend erstmal zusammengefallen, auch weil die Elektrochemie als nicht die innovativste der chemischen Sachen gelten. Da ist natürlich sehr viel in die organische Chemie reingegangen, Lebenswissenschaften und sowas. Und das hat man jetzt seit 2008 sowas wieder ganz gut aufgebaut. Das muss man auch schon sagen. Da haben die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union schon sehr systematisch dann auch Arbeit geleistet, um wieder da Know-how aufzubauen. Aber jetzt kommt es eben darauf an, schaffen wir den Schritt dahin, eben auch wirklich eigene Fabriken mit eigenem Know-how aufzuziehen. Also jetzt nicht nur sozusagen Fertigungslinien der Asiaten hier hinzustellen, sondern bekommen wir auch den Zugriff wieder sozusagen zu der Technologie. Und das ist die große Herausforderung.
intellektueller Zulieferer zu sein, genau, in einer gewissen Weise, weil ich gehe davon aus, die Forschung ist hier schon immer noch gut aufgestellt. Aber natürlich von den Ressourcen ist es natürlich schon schwer gegen so eine große Batteriefirma. Das ist so wahnsinnig schwierig. Ja? Also in so einem großen Batterienkonzern haben sie locker 5000 Forschende, ja? Okay. An einer Stelle. Ja? Die kriegen sie in ganz Deutschland nicht zusammen. Ja, ja. Also natürlich bringt der Erfolg sozusagen eben auch diese Ressourcen mit sich. Ja. Ja? Das war, und da hat eben die Lithium-Ionen-Batterie dadurch, dass sie eben quasi von Tag 1, ja, das ist selten, dass das eigentlich so ist, sofort einen Markt hatte, ja, eben okay, angefangen, ja, mit den Camcordern und dann immer weiter. Das heißt, je weiter der Preis gefallen ist, desto größer wurden die Märkte. Ja, aber von Anfang an gab es Leute, die was bezahlt haben für diese Batterien. An der richtigen, ja, Stelle von dieser Wachstums-Marktgrößen, genau. Genau. Marktwachstum zu liegen. Aber von daher gab es von Anfang an Firmen, die Geld verdient haben mit der Technologie, die investieren konnten. Und das ist aber, wie gesagt, alles nicht bei uns und auch nicht in den USA passiert. Ja. Naja, das ist sehr, sehr tragisch. Ja. Also wir haben also hier jetzt sozusagen, da muss man sich nur anstrengen, dass man hier da wieder trittfest fasst. Und wie gesagt, es scheint ein bisschen bei Lithium zu liegen. Die anderen Batterien zwar vielversprechend, aber nicht so vorankommen. Jetzt haben wir ja eine Speichermethode. Ich meine, wir reden ja eigentlich über zwei verschiedene Gebiete. Das eine ist immer dieses Auto, was man natürlich immer gerne elektrisch antreibt. Ja. Und das zweite ist, dass man in unseren erneuerbaren Energiewelt diese Lücken füllen will. Ja. Da haben wir ja, also jetzt sind wir unter dem Begriff stationäre Speicher das angesprochen. Wir haben natürlich jetzt andere Methoden, auch stationär Energie zu speichern, auch in, ich sag's mal, in Molekülen oder in Atomen. Erste, was eben heute immer genannt wird, ist der Wasserstoff. Wir haben mit Wasserstoff ja im Prinzip auch eine Elektrolytkette, wenn man da Wasserstoff in Wasser, in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und können das auch wieder zusammenführen in der Brennstoffzelle. Auch in Jülich wurde da viel geforscht, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Wo sehen Sie den Wasserstoff in dieser Welt der Elektrizität, dieser erneuerbaren Elektrizität? Das ist eine Einschätzung. Also erstmal, jede Art von Batterietechnologie steht nicht im Wettbewerb zu Wasserstoff. Okay. Wir sehen das klar getrennt sozusagen. Wir unterscheiden immer zwischen den, sagen wir mal, Kurzzeitspeichern, sagen wir mal grob gesagt, alles, was so einen zeitlichen Ausgleich auf einer Tagesbasis macht. Ja? Tag und Nacht oder die verschiedenen Lastzyklen oder der Wind sozusagen in seinen Zyklen sozusagen. Was einerseits bedeutet eine relativ hohe Zyklenzahl, das heißt, so ein stationärer Speicher macht idealerweise jeden Tag einen Zyklus, was auch gut ist, weil dann kann er nämlich Geld verdienen sozusagen. Genau, Zyklenzahl ist ja proportional zu Geld. Genau, was man einnehmen kann. Das bedeutet aber gleichzeitig sozusagen, dass man da einen guten Wirkungsgrad braucht. Man muss ein Paket haben, was zu insgesamt den günstigstmöglichsten Lebenszykluskosten führt. Und wenn ich jetzt über Wasserstoff gehe, also einfach, wenn ich tatsächlich Strom über Elektrolyse, Speicherung, Brennstoffzelle zurück, im günstigsten Fall bin ich noch bei 40% Wirkungsgrad, günstigsten Falls. Das heißt also, für jede Kilowattstunde, die ich hinten wieder Strom habe, muss ich vorne 2,5 reinstecken. Ja. Also sozusagen. Das heißt, ich zahle 1,5 Kilowattstunden nur Verluste alleine. Und das ist sozusagen, das haut das Businessmodell schon raus, sozusagen. Ja. Aber umgekehrt, wir werden nie eine Batterie einsetzen, um damit irgendwie eine dreiwöchige Dunkelflaute zu überbrücken, ja, die vielleicht zweimal im Jahr oder vielleicht auch noch kürzer auftritt. Weil dann sind natürlich die Investitionskosten das alles Entscheidende. Ja, also dann kommen keine Zyklen zustande. Da kommen keine Zyklen, genau. Also wenn ich eine dreiwöchige Dunkelflaute überbrücken kann, dann fahre ich einen Zyklus im Jahr, grob gesagt. Ja. Genau. Und jetzt kann man sich das relativ schnell vorstellen, wenn ich also günstigst möglichste Batterie, sage ich mal, kostet 100 Euro die Kilowattstunde. Da haben sie noch kein System drumherum, aber egal. Ja. Und jetzt lassen wir die 20 Jahre lang leben. Ja, und machen einen Zyklus im Jahr, dann sind wir bei 5 Euro ohne irgendwelche Zinsen, ohne sonst was. Ja, 5 Euro pro Kilowattstunde. Das ist natürlich unbezahlbar. Das genau. Und wenn ich jetzt zum Wasserstoff gehe, auf der anderen Seite, beim Wasserstoff, wenn ich da in eine Salzkaverne gehe, da schaffe ich Raum in der Salzkaverne, da zahle ich kleiner 50 Cent pro Kilowattstunde, um die Kapazität zu schaffen. Ja.
Und wenn ich das jetzt über 20 Jahre oder 30 Jahre sozusagen mir vorstelle, dann sehe ich, dass mir die CapEx-Kosten, die Kapitalkosten für diese Kaverne, die sind quasi vernachlässigbar. Da kommen die Kosten an den Konverter. Genau, da kommen die Kosten an den Konvertern, aber die Konverter sind ja auch jetzt von der Leistung relativ zur Speicherung gar nicht so sehr groß. Ja, weil wenn ich einen Speicher über 3 Wochen verbrauche, sozusagen. Ja, genau, aber dann ist sozusagen die Leistung relativ zur Energiemenge ist sehr klein. Ist ein C von 1000 oder irgendwas. Von 500 oder sonst was, genau. Also das heißt, und beim Aufladen habe ich auch Monate Zeit im Prinzip, um den Speicher wieder voll zu machen. Im Sommer, wenn mal die Sonne überschüssig scheint. Genau. Ja. Also von daher, da muss ich natürlich investieren, das ist keine Frage. Mhm. Und dann kommen halt die Betriebskosten über den Wirkungsgrad dazu. Aber wenn ich eben nur einmal im Jahr fahre, dann zahle ich lieber irgendwie, wenn ich die Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren für 5 bis 10 Cent einkaufe und dann habe ich 1,5 Kilowattstunden Verluste, dann sind wir bei 10, 15 Cent, die ich für die Verluste rechnen muss. Und bei der Batterie waren wir vorhin aber schon bei 5 Euro Investitionskosten. Deswegen sagen wir ganz klar, das sind zwei unterschiedliche Sektoren. Das eine ist wirklich Daseinsvorsorge für die Kraftwerke und sonst was. Und das andere ist das, was so für die täglichen Fluktuationen gebraucht wird. Ja, es gibt ja noch sowas dazwischen, so Flüssigbatterien, die da auch in so Umweltmoden arbeiten. Redox-Flow-Batterien. Vanadium-Redox-Flow-Batterien, so die bekannteste. Haben aber dasselbe Problem. Die haben durchaus auch nicht unsignifikante Investitionskosten. Also auch wieder der Elektrolyt, der... Elektrolyt ist, also mit Vanadium sind sie im gleichen Bereich wie Lithiumbatterien, nur ein komplizierteres und weniger effizientes System. Aber es gibt natürlich Entwicklungen, die versuchen, organische Moleküle zu verwenden oder auch biobasierte Systeme. Also wenn es da gelingen würde, die Kosten dramatisch nach unten zu kriegen, dann könnte das sein. Aber im Moment ist es auch so, dass alle, die Redox-Flow-Batterien machen, müssen letzten Endes aufgrund der Investitionskosten trotzdem in so einen Markt rein, wo sie nur 2 Stunden Energie bereitstellen, weil sonst kriegen sie die Zyklenzahlen nicht hin. Ne? Sie sagten es ja schon, der Zyklus bringt das Geld. Ja? Ja, und wenn ich jetzt so eine Redox-Flow-Batterie nur für 2 Stunden mache, dann ist das Verhältnis zwischen der Leistungseinheit und dem Speicher ist ganz ungünstig. Ja? Also ich müsste tatsächlich eigentlich 48 Stunden oder sonst was. Ja, aber da müsste ich irgendwo hin. Ja, also wir haben das Problem hier, die Zyklenzahlen sind wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Und jetzt gibt es noch ein paar andere Substanzen, die immer wieder ins Gespräch kommen. Eisen, Aluminium. Aluminium als Energiespeicher wird immer wieder mal gehandelt. Hm. Also ich habe da einen komplizierten Prozess, wo ich, glaube ich, dann Wasserstoff wieder erzeuge dazwischen. War jedenfalls mal so eine Aluminium-Autobatterie war mal im Gespräch. Na gut, das wäre dann halt so eine Metall-Luft-Primärbatterie. Genau, ne? So ein Ansatz. Genau. Weil halt Aluminium relativ starke elektrolytische Eigenschaften hat, natürlich auch wieder die ganzen Probleme, die sind ja schon genau, also das wollen Sie dann nicht mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit oder Sauerstoff in Verbindung bringen, weil das ist dann auch heftig, aber prinzipiell... Und es ist ein leichtes, billiges Metall. Ja, also es gibt immer mal wieder so Ideen, auch mit Eisen, zum Beispiel eben in sonnenreiche Gegenden der Welt zu gehen und dort eben letzten Endes also Eisen oder Aluminium zu reduzieren und dann eben das Rheinmetall hierher zu transportieren und dann hier während des Oxidationsprozesses die Energie wieder freizusetzen. Ne? Das wäre natürlich auch noch, weil es in meinem Moment läuft ja gerade so eine Diskussion, ob man Wasserstoff irgendwo in der Wüste produziert, den dann kompliziert per Schiff herfährt, weil da muss man entweder furchtbar kühlen oder irgendwas anderes daraus machen, dass man gleich sagt, wir produzieren das Aluminium oder irgendein, sagen wir mal, eine strombedarfsreichen Substanz. Also Aluminium ist ja sozusagen der richtige Stromfresser, um ein Kilo Aluminium ist, glaube ich, irgendwie 20 Kilowattstunde, was man da so reinschippt. Und dass man das dann, das Material, das ist Aluminium hierher transportiert, statt im Wasserstoff. Ja, wobei, da muss man auch immer aufpassen, weil auch da steigen dann auch die Transportkosten deutlich, weil sie müssen das natürlich transportieren und vor allen Dingen, das ist eine kapitalintensive Sache, wenn sie also da so einen Zyklus, sagen wir mal, sie haben 3 Wochen Umlauf irgendwie, sozusagen, dann müssen sie ja trotzdem das ganze Metall finanzieren. Okay, Es gibt ja zum Beispiel auch für den Wasserstofftransport sogenannte LOHCs, Liquid Organic Hydrogen Carriers,
Und da kann man schon in den Rechnungen sehen, während Schiffstransport von Öl oder sowas, ehrlich gesagt, ist egal, ob die da 2000 oder 10.000 Kilometer mit dem Schiff fahren oder 15.000, das sehen Sie in der Kostenlinie quasi nicht. Wenn Sie so ein LOHC nehmen, ja, dann müssen Sie eben, das ist teuer, das Material. Ah, okay. Ja, und dann sehen Sie, dass die Kosten tatsächlich doch deutlich von der Distanz abhängen, weil wenn Sie natürlich jetzt sozusagen doppelt so weit fahren, haben Sie nur halb so viele Zyklen wieder, über die Sie sozusagen Einnahmen generieren können, und die Kapitalkosten des Rohmaterials Also da ist also Australien, Australien dann schon ein bisschen weit weg für uns. Ja, wobei, und trotzdem, auch da gewisse Dinge muss man sich ja schon überlegen. Also die Frage ist ja zum Beispiel, wo machen wir Stahl in der Zukunft? Ja. Und man kann sich schon fragen, warum müssen wir das Eisenerz aus Australien hier nach Europa schippern und parallel dazu den Wasserstofftanker? Ja, das wäre ja, also warum mache ich nicht diesen ersten Hauptreduktionsschritt, ja, vom Eisenoxide, die das Eisenerz, wie es aus den Minen kommt, in schon mal Eisenschwamm, ne? Das ist der energieintensivste Prozess. Ja. Und dann bringe ich das nach hier und dann mache ich hier vielleicht die Verhüttung zu den Spezialstählen. Ne? Aber den Hauptenergie- und auch emissionstechnischen Schritt, den mache ich dann vielleicht in Australien. Aber das läuft doch dasselbe hinaus, was Sie gesagt haben. Ne? Also ich ersetze quasi den Energietransport für den Wasserstoff dadurch, dass ich das schon auf das Produkt die Eigenschaft übertrage letzten Endes. Und das sind natürlich Dinge, die man sich überlegen muss. Alles nicht einfach zu diskutieren, ja. Also Sie wissen, wie das politisch gesehen und der Hochofen heilig und das ist alles nicht so gut. Aufs Ruhrgebiet rüber. Das ist natürlich nochmal ein ganz heikles Thema. Aber ich meine, eigentlich ist es schon ein bisschen skurril, weil ich meine, wir haben bei den Batterien da oder auch bei den Solarzellen leben wir relativ gut damit, dass sie halt da produziert wurden, wo das gerade relativ gut funktioniert. Ja. Und bei so einer, sagen wir mal, historisch natürlich relevanten Technologie wie Stahl oder auch Aluminiumhütten sind wir unheimlich pingelig, dass die dann vielleicht nicht hier in der Nähe stattfinden. Obwohl wir ja eigentlich eher Hightech einbauen wollen. Genau, also eigentlich sind sich alle relativ einig, dass also die Spezialstähle, wie dann die Automobilindustrie braucht, die werden gar nicht weltweit durch die Gegend geschippert. Ja. Ja. Aber man könnte eben diesen eigentlichen sozusagen relativ rudimentären Prozess, den hat man halt früher dort gemacht, wo es die Energie gab. Ja? Also warum gibt es im Ruhrgebiet Hütten? Kohle unten lag. Genau, weil es halt die Kohle gab und da war es einfacher, das Eisenerz dahin zu transportieren, weil man eben mehr von der Kohle brauchte. Und wenn jetzt sozusagen sich das Eisenerz in dem ersten Schritt woanders besser verhütten lässt, warum denn dann nicht? Dann macht das Sinn, ja. Genau. Ja, vielleicht nochmal zu den anderen Speichern. Also eine Richtung ist der Pumpspeicher, mit denen ich mich ja da beschäftigt habe. Die stehen aber nicht wirklich in der Konkurrenz zu den Batterien, weil sie eine andere Dimension sind. Nö, das würde ich nicht sagen. Das ist, ich meine, es gibt einen guten Grund, weshalb quasi keine Pumpspeicherkraftwerke mehr geplant werden, ja, weil die nämlich voll im Wettbewerb stehen. Und zwar zu ungünstigen Konditionen. Ja, weil nämlich die, also einen verteilten Speicher, den ich habe, mal egal welche Technologie, es geht jetzt überhaupt nicht um einzelne Technologien, der kann ja mehrere Sachen machen. Der kann diese ganzen Ausgleichssachen machen, die das Stromnetz braucht, aber die können auch eben Netzentlastung machen. Ja, also wenn Sie eben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder einen ganzen Straßenzug mit vielen Photovoltaikanlagen haben, dann nützt Ihnen das Pumpspeicherkraftwerk nichts, weil die kommen nämlich nicht über Ihren nächsten Trafo hinweg. Ja? Ja. Das heißt, da sind dann die dezentralen Speicher, seien sie nun stationär stehend oder auch die Autobatterien, sind natürlich da gute Möglichkeiten. Mit den Pumpspeicherkraftwerken, die stehen an irgendwelchen großen Netzknoten, 110, 220 kV Netzebenen oder sowas. Damit können Sie an der Strombörse handeln, aber Sie können alle anderen Services nicht machen. Mhm. Und dazu kommt, dass die Pumpspeicherkraftwerke eben auch, sie sind nicht der Quantensprung weg, ja, weil also unsere Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland können maximal in Summe 8 Stunden. Ja, das heißt, sie sind immer noch in dem Tagesausgleich. Ja, und das heißt, sie sind voll in diesem Wettbewerb. Ja, das heißt also, das ist der Grund, weshalb der Neubau von Pumpspeicherkraftwerken einfach schwierig ist. Ja, weil wir haben jetzt im Moment irgendwie 1,8 Millionen PKWs mit Plug-in-Hybrid und batterieelektrisch auf der Straße. Die haben zusammen irgendwas zwischen 70 und 75 Gigawattstunden Batteriekapazität. Mehr wie die deutschen Pumpspeicher. Ja, die haben 40, genau. Ja, genau. Und wir sind bei einem ganz kleinen Anfangsanteil. Und wenn es also nur gelingt, durch entsprechendes Management einen Teil dieser Kapazität sinnvoll einzubinden, und das wird gelingen und muss eigentlich gelingen, dann sind die an der Börse
sind die voll im Wettbewerb zueinander. Ja, nur, dass die einen den Vorteil haben, die Autobatterie ist bezahlt fürs Fahren. Ja. Ja, das heißt also, die werden sie immer zu marginalen Kosten anbieten können, die einfach leicht unter denen der Pumpspeicherkraftwerke sind, die 100% ihrer Investitionskosten durch diesen Service refinanzieren müssen. Ja. Und wenn sie eben mit Systemen reingehen, die eigentlich nur ihre Marginal, also die eigentlich nur Verluste und sowas kompensieren müssen, den Marktmechanismen sagen ihnen ganz einfach, die werden immer leicht unter denen der Pumpspeicherkraftwerke anbieten. Da haben wir nun das Netzentgeltproblem. Also wenn wir einen normalen Pumpspeicher füllen, dann müssen wir erstmal den Strom zum Pumpspeicher bringen. Das heißt, das kostet was. Ja. Und wenn es vom Pumpspeicherkraft zurückliefert, dann geht es auch in das Netz. Wenn ich jetzt sozusagen das innerhalb meines lokalen Ortsnetz oder was mache, dann muss ich ja nicht auf die großen Netze hoch. Ja, wobei auch da, also da ist halt immer die Frage, muss ich überhaupt Strom rein und rausschieben? Ich kann natürlich auch einfach schon dadurch, dass ich dynamisch den Ladevorgang steuere, habe ich ja auch schon sowohl positive als auch negative Regelleistungen. Ne? Ja. Und das sind aber noch nicht die Batterien alleine. Also auch die Batterien stehen im wahnsinnigen Wettbewerb eben. Wir haben die ganzen thermischen Systeme. Ne? Wir bekommen jetzt die ganzen thermoelektrischen Systeme. Die haben alle Wasserspeicher. Ja? Die kosten per se ganz wenig, sozusagen. Da können sie steuern. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Digitalisierung in dem System, die wird uns ähnlich wie das so Hochgeschwindigkeitsaktienhandel ist. Ja? Der Strom an der Börse geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Okay. Und dann haben sie x Industrieunternehmen, ja, die sofort darauf reagieren. Ja? Also wenn der Strompreis steigt, dann fahren die runter. Wenn er sinkt, dann fahren die hoch und damit kriegt man einen Ausgleich. Mhm. Und das sind die Dinge, die alles am Markt gesehen sozusagen, wirkt das alles gleich. Ja? Ja. Es geht ja immer nur darum, irgendwie Angebot und Nachfrage in ein Gleichgewicht zu bringen. Und da haben dann eben sowas wie die Pumpspeicherkraftwerke, haben per se erstmal relativ schlechte Karten, weil sie eben keine Doppelnutzensysteme sind. Ja? Mhm. Die sind wirklich nur für diesen Service da und sie stehen in der Regel eben noch an Stellen, wo sie auch die Netzentlastung nicht groß mit befeuern können. Ein anderer Aspekt bei diesen ganzen Fragen mit den Batterien, aber auch mit Wasserstoff und was wir haben, ist immer die Effizienz. Ja. Das ist ja gerade das ist ein erwähntes Beispiel. Also Wasserstoff muss ich 2,5-mal so viel Strom kaufen, um eine Kilowattstunde wieder zurückzuliefern. Batterien tendieren ja zu hohen Effizienzen. Wo liegt man denn eigentlich bei so einer Lithiumbatterie? Also wir betreiben ja selbst eine 5-Megawatt-Speicheranlage. Da liegen wir bei den Lithium-Batterien Mittelspannung zu Mittelspannung, also 10 Kilovolt zu 10 Kilovolt rein und raus. Wenn wir unter Volllast laufen, bei 90%. Und davon sind also Zyklen. Effizienz. Davon geht ein Drittel der Verluste sind die Batterien, also die haben etwa 97%. Und zwei Drittel sind in den Trafos und der Leistungselektronik. Ja, das unterschätzt man immer. Ja. Man genau. Immer, und das wird tatsächlich, wenn man dann zu kleineren Leistungen hingeht, weil viele der Speicher arbeiten natürlich oftmals im Teillastbetrieb, dann steigt der Wirkungsgrad der Batterien, aber der Elektronik sinkt noch stärker. Also das heißt, die Betriebswirkungsgrade können deutlich noch darunter oder deutlich also darunter liegen. Der inhärente Wirkungsgrad von so einer Batterie, also das ist ja letztendlich der Innenwiderstand, der die Batterie aufwärmt beim Laden oder Entladen, der kann, wenn man zumindest vorsichtig lädt, extrem weit runter gedrückt werden. Der ist extrem weit runter, zumal ja in diesen Anwendungen in der Regel die Stromstärken sind nicht so schrecklich hoch. Wenn Sie 2 Stunden was überbrücken wollen, dann haben Sie ein halbes C, Stromrate. Und das ist für eine Lithium-Ionen-Batterie, weil die eben sowohl einen geringen Innenwiderstand haben kann, als eben auch ein hohes Zellspannungsniveau. All das führt dazu, dass man da den Wirkungsgrad ziemlich hoch haben kann. Sie können auch andere Chemien haben, die haben dann vielleicht 93-94%. Aber das ist schon der Bereich, in dem man sich bewegt. Aber die Chemie ist normal unproblematisch. Man kommt also wirklich an sehr, also die parasitären Probleme wie Transformator und Wechselrichtung, die sind das, was dann... Die machen uns deutlich mehr Sorgen. Die das ausmachen. Ich habe mal früher in der Silizium-Halbleiter-Wechselrichter-Forschung gearbeitet. Da ging es um die Ladungsträger, die man da im Chip austauscht und bei jeder Wechsel hat er irgendwie diesen Verlust dann dazu. Ich habe ja früher viel auch in netzferne Stromversorgung gearbeitet, da war man sich dem bewusst, da hat man ganz spezielle Wechselrichter, die im Teillastbetrieb auch bei 5 oder 10% gute Wirkungsgrade entwickelt hat. Ja. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, weil diese netzgekoppelten PV-Umrichter, die sind halt im Mittel
in allen Teilbereichen relativ gleichmäßig belastet worden. Aber wenn man jetzt zu solchen Photovoltaik-Hausspeichersystemen geht oder eben auch aus dem Auto heraus irgendwie Häuser mit versorgen will, dann bewegt man sich plötzlich wieder im Mittel bei irgendwie 5 bis 10% der Nennleistung. Ja. Und dann sind die Wirkungsgrade in dem Bereich plötzlich wieder ganz, ganz zentral. Und da braucht man schon sehr gute Konzepte von der Leistungselektronik her. Und die Boards, also die Steuerboards müssen sehr effizient sein und sowas. Da muss man noch, da gibt es noch was zu tun. Also Effizienz, das heißt, man muss also in Zukunft auch noch in dem Bereich, wie kriege ich den Strom richtig ins Netz? Absolut, absolut. Noch genau. Optimieren. Völlig unabhängig davon, was das Speichermedium da hinten dran ist sozusagen. Das ist eine zentrale Frage. Das wird immer wieder unterschätzt, glaube ich sogar. Eine andere Frage ist, was wir heute haben, ist immer der Energiebedarf. Also wie viel Energie brauchen wir? Das will wir jetzt nicht allgemein diskutieren, aber die Herstellung von Batterien, das wurde ja jetzt mehrmals auch durch die Presse gejagt, ist ein unheimlich energieintensiver Prozess. Also man sagt dann, so ein Auto herzustellen, ein Elektroauto, da ist riesiger CO2-Fußabdruck drin, weil man natürlich irgendwo den Strom für die Herstellung hatte. Wie hoch ist denn so jetzt von der Einschätzung her der Bedarf bei einer Herstellung von Batterien, der Energiebedarf? Den kann man ja theoretisch auch aus erneuerbaren Energien natürlich gewinnen. Dann ist man natürlich wieder bei Null. Aber jetzt, wenn wir mal generell anschauen, bei der Herstellung verschiedener Batterietypen, wo liegt man denn da? Ist das transparent, wie viel Energie man wirklich braucht für die Batterien? Der ist für manche Prozessschritte ist er relativ transparent. Also für die eigentliche Zellherstellung und Packherstellung, das ist sehr transparent. Wo es sehr schwierig wird, ist bei der Rohmaterialbereitstellung. Da sind die Prozesse teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also sie haben in australischen Lithium, was heute was ist ja dominierend, haben sie ganz andere Prozesse, als wenn sie aus Salzseen arbeiten oder sowas. Also das ist deswegen da deutlich schwieriger zu quantifizieren. Aber ich glaube, den zentralen Punkt haben Sie genannt. Ja? Ich meine, das gilt ja für das ganze Wasserstoffgeschäft genauso. So richtig ganz weit runter in den Emissionen kommen wir erst, wenn wir den eingesetzten Strom erneuerbar machen. Ne? Ja. Wobei das ja gerade auch die Fahrzeughersteller durchaus auch auf dem Schirm haben. Also es gibt Gründe dafür, weshalb Tesla in der Nähe von Berlin, in Brandenburg baut, ja? Weil wir da mit den riesigen Windkraftanlagen natürlich ganz hohe erneuerbare Anteile haben. Ja. Wenn Volkswagen ein Batteriewerk sozusagen oder aus einem Batteriewerk in Osteuropa irgendwo Zellen bezieht, die von irgendwelchen asiatischen Herstellern dort gebaut werden, dann gelten überall die Auflagen, dass da Grünstrom für verwendet werden muss. Ja? Das heißt, dann, wenn wir gerade bei dem Waren, vorher haben wir gesagt, Wasserstoff und Eisen in Australien herstellen, das heißt also, letztendlich wäre es auch interessant, in solchen Gegenden dann die Batterien herzustellen. Oder ist das vielleicht jetzt über... Ja, aber das, also ich glaube, das soll man jetzt auch nicht überschätzen. Ja, weil wenn man guckt jetzt mal in ein Auto insgesamt, da sind 1% oder sowas Energiekosten dran. Mit der Batterie sind es etwas mehr. Ja. Aber das ist relativ gesehen zu den Gesamtkosten ist das immer noch einigermaßen überschaubar. Und da muss man schon genau hingucken. Also da sind auch teilweise falsche Zahlen in die diskutiert worden. Ganz interessant zum Beispiel, was ganz viele übersehen, ist, wenn sie ein Wasserstofffahrzeug nehmen für ein Fahrzeug, unter 700 Bar Technologie, da haben sie ja diese Kohlenstoffkompositz. Für die brauchen sie genauso viel Energie für die Herstellung einer adäquat großen Batterie. Das ist natürlich interessant. Ja? Also das heißt, dieser Hochdrucktank. Das ist ein Hochtemperaturprozess bei 1500 Grad oder sowas. Ja. Also da muss man genau hingucken, aber es ist auch klar, natürlich, also Sie bekommen mit einem heutigen batterieelektrischen Fahrzeug, auch bei dem Strommix, den wir jetzt haben, also so grob 50% erneuerbare, 50% fossil, kommen Sie schon deutlich unter denen, was ein Benziner oder ein Diesel an Emissionen hat, aber Sie kommen nicht auf Null, das ist auch klar. Ja, also wir haben also, der eine Input ist also jetzt, wie gesagt, diese Energie, die aber begrenzt kritisch ist, weil man natürlich die auch erneuerbar erzeugen kann. Ein zweiter Input ist, dass wir dem auch, wenn man da jetzt großräumig sich die globale Energiewende vorstellt, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht nur die deutschen Zahlen rechnet, sondern dass wirklich das mal hochskaliert auf, ich sage mal, einen Faktor 100, Deutschland ist ungefähr ein Hundertstel der Weltbevölkerung, dann kommen auch die Rohstoffe. Und da haben wir ja zumindest bei ein paar Begriffen, Kobalt, Nickel, Graphit, Lithium, haben wir überall Limits im Moment zumindest, was produziert wird.
Wo sind Sie denn da? Also genau, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Es ist zu unterscheiden, wo haben wir im Moment sozusagen Leistungsprobleme, ja. Also wo haben wir nicht genügend Förderkapazitäten und wo fehlen die Materialien in der Summe sozusagen. Ja. Und in der Tat, dadurch, dass die Fahrzeughersteller in den letzten 2-3 Jahren ihre Pläne auf Exponentialkurven nach oben gerammt haben, muss man einfach sagen, wir werden in den kommenden 2-3 Jahren werden wir Versorgungsengpässe sehen. Weil einfach Minenausbau dauert 5 bis 7 Jahre oder sowas. Ja. Da sind natürlich jetzt alle möglichen dran, aber da kann es zu Engpässen kommen. Mhm. Allerdings ist diese Zeit wiederum so kurz, da kommen Sie auch mit keiner Alternativtechnologie dazwischen. Das ist das Dilemma sozusagen. Mhm. Aber da wird es Knappheiten geben. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, weshalb eben die Natriumtechnologie so stark gepusht wird, weil das natürlich das Problem Lithium nimmt. Ja. Mhm. Und dann muss man sich die anderen Sachen muss man sich angucken. Also ich meine, Graphit gibt es Naturgraphit, das kann man aber auch künstlich herstellen. Also das ist jetzt nicht von der Menge als solches wirklich beschränkt. Das ist Kohlenstoff und das kann man aus allen möglichen biogenen Sachen, aus Kokosnussschalen, sonst was kann man das herstellen. Das ist energieintensiv. Ja? Druck und Temperatur. Genau. Also das ist es letzten Endes. Dann haben Sie dann eben die Metalle. Ja? Also Mangan ist überhaupt kein Problem. Kobalt ist das knappste dieser Materialien, was da drin ist. Vor allen Dingen gibt es nur 2 Länder, aus denen wirklich signifikante Kobaltmengen kommen, aus Zentralafrika. Allerdings muss man auch sagen, also eine heutige Tesla-Batterie enthält pro Kilowattstunde vielleicht noch 5% von dem, was sie vor 15 Jahren, also als Tesla anfing. Kobalt geht massiv nach unten. Ja. Also man hat das entweder Richtung nickelreiche Materialien verschoben, was dann tatsächlich sozusagen das nächste Material ist, wo man genau hingucken muss, was die Nickelvorräte angeht. Oder dann eben solche Sachen wie Lithium-Eisenphosphat, die sind halt komplett nickel- und kobaltfrei. Also das heißt, wir haben Lithium-Eisenphosphat. Also Eisen, Phosphor, Sauerstoff. Wir haben Materialien, wir da rauskommen. Das ist immer nur die Frage der höchsten Performance. Ja. Ja. Und wenn Sie das Fahrzeug haben wollen, das 500, 600 Kilometer weit fährt, da braucht es also zumindest mal Nickel im Moment auch noch ein bisschen Kobalt sozusagen. Mhm. Ich nehme auch an, dass Lkw-Batterien noch ein Weilchen Kobalt enthalten, weil die deutlich längere Lebensdauern erreichen wollen. Aber wir können gerade im stationären Bereich oder eben auch bei den etwas kleineren Fahrzeugen mit dem Eisenphosphat haben wir eine völlig Kobalt- und Nickel-freie Technologie zur Verfügung. Mhm. Ja. Und da soll man natürlich auch nicht unterschätzen. Da sind wir immer noch in einer relativ frühen Phase. Jetzt kommen die Natriumsysteme dazu und sowas. Ja, die sortieren sich dann eben, wie gesagt, nicht am oberen Leistungsspektrum ein, sondern es geht jetzt darum, so wie wir das in der Photovoltaik auch gesehen haben, da sind auch 10, 15 Jahre lang keine Wirkungsgrade verbessert worden. Ja. Da ging es immer nur darum, Kosten billiger. Runter. Billiger, schmutziges Silizium. Ja, also viel schmutziger als das frühere Elektronik-Silizium, weniger Prozessschritte. Ja. Und dann dabei den Wirkungsgrad möglichst beibehalten. Mhm. Aber es gibt keinen Grund, die nach oben zu fahren. Ja, die Reichweite der Fahrzeuge ist okay. Schnellladefähigkeit ist noch ein Thema, aber okay. Und ansonsten, die Verfügbarkeit sind immer kompliziert. Also 2008, als man so richtig anfing, über Elektromobilität weltweit nachzudenken, seitdem haben sich die nachgewiesenen Reserven und Ressourcen mindestens vervierfacht. Oh, okay. Ja, das ist wie beim Öl. Das 1970 hat man gesagt, in 40 Jahren, genau, ist das Öl zu Ende. Heute haben wir immer noch für 40 Jahre Öl wenigstens. Wenn es teuer wird, dann kann man tiefer bohren, dann kann man horizontal bohren, dann sucht man eben mal richtig. Selbst in Deutschland weiß man inzwischen, wo man gewisse Lithium-Möglichkeiten. Hier im Rheintal, glaube ich. Im Rheintal, das kommt aus der Sohle, aber es gibt auch in Ostdeutschland gibt es klassische Lithium-Vorkommen. Das ist nur eine Frage des Preises. Also die Mengen als solches, natürlich immer auch berücksichtigend, dass man da ins Recycling rein muss. Sie können Lithium vollständig recyclieren. Das kommt natürlich aber erst, wenn man durchsehen mit den 100% Elektroautos. Absolut, genau, da haben Sie völlig recht. Also man kann das auf den Hochlaufkurven, selbst 2035 können höchstens ein Viertel kann aus Recycling kommen. Ja, ja. Da haben Sie vollkommen recht. Und das ist natürlich auch eine Mordsherausforderung, weil man muss die Primärminenbetreiber dann dazu drängen, die nächsten 20 Jahre ihre Kapazitäten wahnsinnig hochzufahren. Und danach zeigen wir eine lange Nase und sagen, so, und jetzt machen wir alles aus dem Recycling. Ja. Also komplizierte Frage.
aber die Rohmaterialfrage wird nicht als Showstopper gesehen. Also, aber jetzt vielleicht dann doch in einer anderen Richtung. Wir haben ja in Deutschland dieses Energiewende bis 2030. Wir wollen bis 2030 65% weniger CO2 verbrauchen wie 1990. Ja. Das ist, glaube ich, das, was im Moment angesagt wird. In den letzten 2 Jahren hat der CO2-Ausstoß zugenommen. Das ist nach Corona, ja, weil er zwischenzeitlich mal abgefallen war. Genau. Da muss man schauen, woran das im Einzelnen liegt. Aber es liegt natürlich zum einen dran, wir haben Erdgas natürlich jetzt verloren als, sagen wir mal, relativ CO2-arme Quelle. Das sollte ja immer sozusagen in die Lücken springen und diese Dunkelflauten. Wir haben Kohle wollen wir jetzt sehr rasch rausnehmen und wir haben jetzt praktisch die ganze Kernenergie abgeschaltet. Also in 4 Wochen oder so ist endgültig weg. Das heißt, wir haben 3 große Energieträger heraus und müssen jetzt den Rest auf Basis von Wind, Sonne im Wesentlichen plus Batterien oder anderen Speichermedien machen. Das heißt, wir brauchen unglaublich viele Rohstoffe, um da reinzukommen, beziehungsweise ist es überhaupt realistisch, so bis 2030 das alles zu erreichen? Also erstmal, also Gas sollten wir auf keinen Fall abschreiben. Ja? Also ich meine, es geht im Moment darum, sozusagen unseren Gasverbrauch etwa um 80% dessen zu bringen, was wir vor dem russischen Krieg hatten. Ja? Ja. Das heißt aber, es sind immer noch 80% übrig. Okay. Ja? Also das sollte man immer mal. Ja, gut, also da sagen die Rechnungen, das kriegen wir hin, das kriegen wir über die über die Netzstrukturen hin, das kriegen wir dann über die Terminals und sowas. Kriegen wir das hin. Das heißt also, Gas wird schon noch eine Rolle spielen, ne? Auch in dem Stromsektor, weil natürlich brauchen wir Gasturbinenkapazität. Ja? Und idealerweise müssen die aufgebaut werden, dann auch direkt in ein, dass sie entweder Wasserstoff oder Erdgas fahren können, weil wenn eben das Erdgas abgelöst wird, muss es durch Wasserstoff ersetzt werden in der Stromerzeugung, das für diese Dunkelflauten und sowas. Mhm. 2030, tja, das Ganze basiert da auf der Annahme, dass man bis 2030 auf 80% Erneuerbare kommt. Ja. Wir sind jetzt bei 50. Das ist nicht so schlecht. Da muss man ranklotzen. Ist nicht unmöglich, aber es ist eine Herausforderung. Bei gleichzeitig angenommenen 20-25% Steigerung des Strombedarfs bis 2030. Also das ist eine Herausforderung, aber das ist natürlich die Grundlage. Wenn das nicht gelingt, dann geht gar nichts. Wir haben ja diese Low-Hanging Fruits aufgefressen. Wir haben jetzt sozusagen, wenn die Sonne richtig scheint im Sommer, dann können wir damit komplett die anderen Kraftwerke abschalten und im Winter bei Wind typischerweise. Und da braucht man keinen Speicher, weil wir einfach sozusagen Abschaltkapazität haben. Die liegt so in etwa in dem, was wir jetzt an Kapazitäten haben. Jetzt haben wir aber in Zukunft, wenn man jetzt einmal doppelt so viel Solarzellen oder doppelt so viel Wind hat, dann geht man entweder so vor, dass man diese Kraftwerke abschaltet, was natürlich ökonomisch hanebüchen ist, oder man kann speichern. Das heißt, wir müssen ja riesige Speicherkapazitäten aufbauen, weil sonst hilft es ja nicht, wenn man die Zahl der Windkraftwerke verdoppeln oder verdreifachen, weil wenn Wind weht, dann weht er ja immer im gleichen Moment mehr oder weniger und die Sonne natürlich auch immer. Genau, wobei letzten Endes gilt da die reine Ökonomie. Ja? Mhm. Also sagen wir, eine Kilowattstunde Strom aus der PV-Anlage kostet 5 Cent. Ja. Ja, so, und jetzt müssen Sie gucken sozusagen, ist es günstiger sozusagen die Anlage abzuschalten oder finden Sie einen Speicher, der im Kreislauf für 5 Cent die Energie aufnehmen kann, wieder abgibt, sozusagen. Ja, das ist ein bisschen also eine Marktlösung, aber letztendlich eine Marktlösung. Es ist sowieso klar, wenn wir Richtung 80% und mehr wollen, dann werden wir irgendwie sowas wie 300 Gigawatt installierte Leistung hier stehen haben. Ja. Wir werden niemals Einspeiseleistung für 300 Gigawatt da stehen haben, weil die Zahl der Stunden, dass man wirklich bei dieser Volllastzahl ist, ist so klein, dass man da überhaupt nie einen Speicher für aufbauen wird. Ja, die hohen Spitzen wird man einfach abschneiden. Das ist wirtschaftlich gesehen ist das sinnvoller. Trotz alledem, natürlich brauchen wir Speicherkapazitäten und da muss aber dann eben diese Gesamtheit der Sachen her. Da wird das Lastmanagement wird eine große Rolle spielen. Mhm. Die thermischen Systeme werden uns enorme Kapazitäten bringen. Ja, das soll keine Heizung nachts laufen, ja? Sondern die müssen tagsüber, wenn die Sonne scheint, müssen die laufen und nachts müssen sie aus dem Wasserspeicher heraus bedient werden, weil der Wasserspeicher eben sehr günstig ist. Ja? Und dann kommen eben diese ganzen Flexibilitäten im Lastmanagement dazu.
Aber klar, also wir haben schon vor Jahren Rechnungen gezeigt, die sagen, also so bis 50% Erneuerbare gibt es keinen wirtschaftlichen Einsatz von Speichern. Und dann kommt das aber. Ja, ja genau. Also es wird schon, so es wird schon einen Bedarf geben, wobei Speicher eben immer auch Flexibilität bedeutet. Ne? Also wenn jemand eben, ich sag mal, eine Kombination aus irgendwie einem Verbraucher, den er hochfahren kann, und einer Biogasanlage, das ist genau, wirkt genauso wie ein Speicher. Mhm. Ja? Wenn das wirtschaftlicher funktioniert, dann ist das halt. Also da ja, wir haben verschiedene Sektoren in unserem Energieverbrauch. Wir haben den Privathaushalt, der im Wesentlichen kocht, heizt und ein bisschen Licht hat. Und dann gibt es natürlich die Schwerindustrie oder sagen wir die Grundstoffindustrie, Chemieindustrie, die riesige Strommengen hat. Überall hat man gesagt, was die da jeweils abstreichen müssen, wie viel Prozent die runterkommen müssen. In ihrem Energieverbrauch. In ihrem Energieverbrauch. Oder beziehungsweise in dem Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren. Hm. Also neu ist, da hat man eine Vorstellung, wie viel da jeweils. Ja gut, die gesetzlichen Vorgaben laufen über CO2-Emissionen. Ne? Wir haben irgendwie von 2020 auf 2030 soll die Stromwirtschaft 65% CO2 einsparen. Ja. Der Gebäudesektor und die Industrie jeweils so 42% und dann kommt noch Landwirtschaft. Ja, aber zum Beispiel bei den Häusern sagt man jetzt, also wenn ich eine Heizung einbaue, muss die zu 65% erneuerbar sein, was eine abstrakte, schwierige Zahl ist. Na gut, ich meine, entweder ich baue eine 3 Heizungen ein, aber gut. Ja, also da, wo noch Gasheizungen sind, kann man sich schon vorstellen, dass man noch Spitzenlastkessel hat aus Gas. Mhm. Und dazu eben eine Wärmepumpe hat. Also wenn das Gas noch liegt, dann, ja, sozusagen. Noch da ist, man wird natürlich das nicht zusätzlich dahin neu hinlegen. Das, ist wirtschaftlich über die Infrastruktur, weil das die teuerste Komponente ist. Aber da, wo es liegt, soll man das nicht unterschätzen, weil so ein Schreiner Spitzenlastkessel, der ist dann mit Gas dann auch relativ kostengünstig. Mhm, ja. Das stimmt, ja. Und gerade wenn ich mir jetzt so Mehrfamilienhäuser vorstelle, kann ich mir schon vorstellen, dass dann, wenn man dann eben auch so auf die richtig kalten Wintertage kommt, dass man dann eben auch diese 35% aus Fossilen erstmal noch zieht. Ja. Jetzt nochmal zur Mobilität. Da haben wir, also das ist jetzt noch einer von diesen Sektoren. Da haben wir natürlich beim Elektroauto, das ist ganz klar vorgesehen. Jetzt haben wir aber mindestens zwei andere, oder ein paar mehr noch, aber einmal ist der Schwerverkehr. Da ist die Frage, kann man es mit Batterien hinkriegen? Das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Und dann haben wir noch die Bahn, die ja nicht überall elektrifiziert rumfährt. Kann man sich vorstellen, dass es Elektroloks, also ich meine Elektroloks im Sinne, dass sie mit Batterien fahren, gibt in Zukunft? Also ich denke, es ist genau richtig, man muss die verschiedenen Sektoren einzeln angucken. Ja? Also gehen wir mal in einen anderen Bereich. Landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Beispiel, also der Mähdrescher, der Traktor geht vielleicht sogar noch, aber stellen Sie sich den Mähdrescher vor, der im Herbst irgendwie Tag und Nacht fährt und dann irgendwo draußen auf dem Feld, da ist keine Schnellladestation. Der braucht entweder Wasserstoff oder der braucht einen Biotreibstoff oder sonst was irgendwie. Okay. Ja, der Mähdrescher und auch der Traktor, die sollten allein schon auch nicht zu schwer sein, weil dann komprimieren sie die Bodenkrume und sonst was. Ist ja ganz schwierig. Also, oder wenn wir uns Baumaschinen im Straßenbau vorstellen irgendwo. Ja. Die werden auch nicht sehr wahrscheinlich elektrisch betrieben sein. Während wenn Sie die Baumaschinen im Stadtzentrum haben, wo ein Haus gebaut wird, da haben Sie überall Stromnetze liegen. Da können Sie die Kräne sind heute alle elektrisch. Ja. So eine Brücke irgendwo im Gelände bauen. Genau, oder lange Straßen, da ist das sehr viel schwieriger. Genauso wie, ich sage, wir werden nicht in einem Passagierflugzeug über den Atlantik zu meinen Lebzeiten auf Batterie fliegen. Ja. Okay, das kann man ausrechnen. Das ist nicht machbar. Da brauchen wir irgendwie einen hochdichten Energieträger. Das ist dann eben dieses E-Fuel oder es ist Ammoniak oder Wasserstoff. Ja, die Kohlenwasserstoff ist natürlich schon ein Traum. Die Kohlenwasserstoff, aber Ammoniak, das wären ja Stickstoffwasserstoffe oder eben auch Direktwasserstoff. Also, also nicht Batterie. Und auch das große Containerschiff wird nicht auf Batterie um die Welt fahren. Wobei man jetzt ja immer hört, in Norwegen gibt es Fähren. Fähren, genau. Ja. Aber die legen alle paar Stunden an. Sozusagen. Genau, da kann man das machen. Und sie werden auch fliegen können irgendwie über 1000 Kilometer in Europa. Das könnte gehen, wenn das überhaupt Sinn macht. Aber, das geht mit Batterie. Und deswegen Fähren funktioniert. Oder auch selbst vielleicht ein Kreuzfahrtschiff, das eigentlich jeden Tag anlegt irgendwo, kann man drüber nachdenken. Aber vielleicht ist es auch besser mit Ammoniak betrieben oder sowas. So, also es gibt auf jeden Fall Anwendungsbereiche, wo völlig klar ist, da gehen Sie nicht mit einer Batterie rein. So, und dann kommen die Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, wo man dann wirklich im Einzelnen hingucken muss. Züge,
Also in Deutschland ist es so, dass die, wir haben, glaube ich, ein Drittel unserer Strecken sind nicht elektrifiziert. Allerdings fahren da eben dann auch eher die Regionalzüge. Ja, die fahren über relativ kurze Strecken, 100 Kilometer, 150 Kilometer. Und da ist eigentlich in jedem Einzelfall wird im Moment geprüft, ob man das Ganze dann auf Wasserstoff mit Brennstoffzelle oder ob man batterieelektrisch geht. Mhm. Ja. Und da gibt es dann die verschiedenen Möglichkeiten in Motion Charging, also dass man ein Stück weit vielleicht eine Oberleitung baut, wo man dann zwischendrin nachladen kann oder an den Haltestellen, an den Enden. VDE hat eine Studie gemacht, der hat gesagt, zumindest über Strom ist es immer über Lebenszykluskosten deutlich günstiger als über Wasserstoff. Was einfach am Energieträger liegt dann. Und bei den LKWs, also das wird zwar immer so als Protobeispiel für Brennstoffzellen und Wasserstoff vorgetragen, aber sie müssten auf jeden Fall auf Flüssigwasserstoff gehen, weil mit Druckgas ist das nicht beherrschbar. Und das zentrale Problem ist einfach, wir werden in den nächsten sicherlich 20 Jahren, wird Wasserstoff ein extrem knappes Gut sein. Ja? Mhm. Das heißt also, an vielen Stellen muss man aufpassen zu sagen, ich sage nicht, der Wasserstoff im Lkw-Bereich ist schlecht. Ja? Das ist überhaupt nicht der Fall. Brennstoffzellentechnologie kann da prima funktionieren. Nur die Frage ist das der Bereich? Weil wir nämlich dort mit Batterien eine Alternative haben, in denen wir den Wasserstoff reinbringen, oder müssen wir den nicht erstmal vor allen Dingen in unseren Industriesektor bringen? Ja, Chemieindustrie. Also wenn Sie gucken, alleine die chemische Industrie in Deutschland, die organische Chemie in Deutschland, verbraucht 18 Millionen Tonnen Öl und Gas pro Jahr, nicht als Brennstoff, sondern als Rohmaterial. Ja, weltweit sind das 500 Millionen Tonnen. Und allein um diese 18 Millionen Tonnen jetzt über Strom als quasi eben als Kohlenwasserstoff mit CO2 aus der Luft oder sonst was irgendwie herzustellen, brauchen Sie schon ungefähr 3/4 der heutigen deutschen Stromerzeugung. Ja? Ja. So, und das werden wir natürlich vieles von importieren, aber auch da muss es erstmal gebaut werden. Mhm. Ja? Und dann brauchen wir auf jeden Fall diesen Wasserstoff für den Stromsektor, um die Absicherung, die Dunkelflauten zu machen. Ja? Das ist ja das gar keine Frage. Da gibt es ja dann eine Preisbildung auch irgendwann mal. Da gibt es eine Preisbildung, aber die muss man eben vielleicht auch politisch ein Stück weit steuern. Ja, weil wenn es natürlich darum geht, was muss ich tun, um in Deutschland auch weiterhin sowas wie chemische Industrie zu haben, dann muss ich diesen Unternehmen auch Energie zur Verfügung stellen. Oder wir arbeiten hier ganz in der Nähe mit einem Glashersteller zusammen. Ja, die haben Glasschmelzeöfen, die werden alle 25 Jahre einmal abgeschaltet. Und dann müssen sie die Technologie wechseln. Ja. Und da brauchen sie natürlich wahnsinnige Energiemengen. Ja. Ob sie das dann alles strombeheizt machen wollen, da werden sie wahrscheinlich auch eben Gas brauchen. Mhm. Ne? So, und deswegen muss man genau hingucken. Und wenn man eben bei den LKWs schaut, da wird immer viel über Brennstoffzellen, Busse, Trucks geschrieben. Aber das, was gerade sozusagen entwickelt wird, ist batteriegetrieben. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Also wir haben da in der Automobil- bzw. vor allem in der Lkw auch die Frage des automatischen Lkws, also des automatisch steuernden. Und wir haben jetzt, wenn man so einen Lkw anschaut, da ist das vordere Viertel oder was auch immer, ist ja diese Antriebskabine bzw. Fahrer und so weiter. Wenn man das sich mit Batterien gefüllt vorstellt oder was auch immer, würde das dann nicht auch reichen, dass man so einen Lkw antreibt? Doch. Wir sehen überhaupt kein Problem. Also MAN hat schon vor Jahren in Studien festgestellt, dass sie nicht den Wasserstoff sehen. Das hat was mit Kosten zu tun. Ja? Wenn ich zweieinhalb Mal so viel Strom brauche oder dreimal so viel über den Wasserstoff fahrt, dann ist mein Treibstoff einfach teuer. Ja? Der Mobilitätssektor sozusagen, 45% oder sowas der Lebenszykluskosten in einem Lkw sind Energie. Ja, das heißt, 55% sind nur Fahrer, Wartung und Investitionen und 45% sind Energie. Mhm. Und die Margen in dem Business sind so klein. Ne? Das heißt, da kann sich nur der günstigstmöglichste Energieträger durchsetzen. Mhm. Aber man muss eben das auch systemisch sehen. Ne? Also wir haben Regelungen auf jeden Fall im Moment, wenn Fahrer drauf sind, alle 4,5 Stunden muss der Lkw für eine Dreiviertelstunde stehen. Ja. Da kann man ja tanken eigentlich. Genau, da brauchen sie mit einem Megawatt-Ladesystem, das ist aus Batteriesicht, das ist nur ein C ungefähr, was da drauf geht. Das ist für die Batterie ist das völlig harmlos. Da sind diese PKWs, die mit 350 kW in irgendwie 7 Minuten irgendwie dann nachgeladen werden sollen. Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber dieses Nachladen, eine Dreiviertelstunde, das ist harmlos. Ja. Sozusagen, das muss man eben immer systemisch sehen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann muss man eben zusätzlich sehen, dass 90% der Trucks in Europa fahren nicht an ihrer Gewichtsgrenze.
Ja? Die fahren an ihre Volumengrenze. Ja? Das heißt also, sie müssen deswegen zum Beispiel auch mit gasförmigen, wenn sie mit gasförmigen Wasserstoff hingehen, dann sind sie schon nicht mehr kleiner vom Volumen als mit heutiger Batterietechnologie. Mhm. Ja? Deswegen, sie müssten schon zu flüssigem Wasserstoff gehen, um wirklich einen Volumenvorteil zu erzielen. Und das Gewicht können sie wegdrücken, sozusagen. Mhm. Ja? Naja, und dann sind es halt so Sachen, ja, das kann funktionieren. Deswegen kommen ja auch, also MAN kommt damit, Daimler, Volvo haben ja angekündigt, eigentlich über Wasserstoff zu gehen, aber sie bauen jetzt dann erstmal als Zwischentechnologie erstmal die Batterien, sozusagen. Und der gesamte Bereich der mittleren Trucks, das ist sowieso gegessen. Das ist alles batterieelektrisch. Postauto. Die Kosten, ist natürlich zentral. Kosten für den Strom ist dann natürlich der Faktor, der das immer beeinflusst. Also wie teuer ist der Strom? Wenn der Strom billig ist, dann ist es wasserstofffreundlich. Wenn er teuer ist, ist er batteriefreundlich, weil die Batterie einen hohen Wirkungsgrad hat. Ja, ein Stück weit schon, wobei natürlich grundsätzlich alles Elektrische ist erstmal niedrige Strompreise sind erstmal freundlich für alle Sachen dann. Ne? Also das aber ist. Aber gut, wenn ich damals so viel Strom brauche für die gleiche Letztleistung Wasserstoff, dann ist natürlich das schon. Genau, wobei natürlich einiges von dem Wasserstoff wird sicherlich importiert werden. Das ist da kann dann nochmal halb so teuer produziert werden sozusagen. Da kommen dann die Transportwege dazu. Also die ersten Sachen, die jetzt aus Saudi-Arabien kommen sollen, sollen ja als Ammoniak kommen. Ja. Aber muss man sich eben auch klar machen, der Ammoniak, den könnte man hier den Wasserstoff wieder rauslösen. Das wird aber erstmal nicht passieren, ne? Weil Ammoniak ist einer der wichtigsten Rohstoffe. Genau. Also im Moment benutzen wir Erdgas, um daraus Ammoniak zu machen. Also dann werden wir natürlich als erstes mal diesen Erdgasbedarf einsparen. Mhm. Aber wir werden nicht aus dem nochmal unter Energieeinsatz und Kosten den Wasserstoff daraus lösen. Ja. Ne? Und Ammoniak lässt sich gut transportieren, ist allerdings auch ziemlich giftig. Das heißt, man möchte das jetzt nicht in den Pkw-Tank füllen müssen. Ja. LKWs ist man schon nicht mehr, wahrscheinlich auch nicht. Aber in großen Kreuzfahrtschiffen oder in großen Schiffen überhaupt, wo man ja quasi wirklich, das ist ja wie ein Industriebereich eigentlich, so ein Maschinenhaus. Ja. Da kann man auch solche mit solchen Sachen und genauso wie in der chemischen Industrie natürlich sicher umgehen. Und da ist dann die Frage, verbrennt man das? Also sehen auch manche Leute als Ammoniak als zur Verbrennung, allerdings ist man viel Stickoxide. Das ist nicht so richtig lustig. Ne? Jetzt gibt es ja, wie gesagt, wir haben es ein paar Mal auch angesprochen, also eine Möglichkeit ist natürlich, die Energie hier im Lande zu produzieren, die andere ist, die Energie remote zu produzieren und irgendwie direkt oder indirekt herzutransportieren. Also das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Wir haben, Deutschland liegt, sagen wir mal, klimatisch, sowohl was Sonne wie Wind betrifft, nicht im Optimum. Also bei Wind sind wir ein bisschen besser dran wie bei Sonne, glaube ich, jetzt mal im Vergleich zu weltweit. Aber das Ziel, also Energie in sonnenreichen Ländern zu produzieren und dann in irgendeiner Weise herzutransportieren, würde dann also Sinn machen, wenn ich sage, also in der Form, dass ich das als Vorprodukt her transportiere, wir haben es vorher mit diesem Eisenschwamm gehabt, oder dass ich den Ammoniak dort produziere und den dann hier weiterverarbeite zu Düngemittel oder was auch immer? Also ich glaube, es ist einfach beides. Ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass wir werden hier sehr viel Eigenstromerzeugung brauchen, weil eben aus Effizienzgründen ist es sinnvoll, an vielen Stellen direkt in Strom zu gehen. Und da ist man unschlagbar günstig, wenn man mit dem eigenen Strom arbeitet. Ja. Und auch die Abhängigkeitssituation natürlich. Genau, wird die Abhängigkeit verringern sozusagen. Und trotzdem braucht man das andere. Ich hatte das Beispiel von der chemischen Industrie schon genannt. Wir hatten über Eisenschwamm hatten wir gesprochen sozusagen. Ja. Vielleicht kommen, also die, wenn man wirklich E-Fuels braucht, also E-Fuels wird man auch in Deutschland herstellen, weil wenn wir eben 300 GW Wind und PV hier stehen haben, um 80 oder 90 oder 100% Strom zu versorgen, dann werden wir natürlich auch Überschüsse haben, die wir sinnvollerweise dann auch noch in Wasserstoff abfahren. Mhm. Und dann werden wir den Wasserstoff erstmal nehmen und sagen, wir packen ihn in die Kaverne, um unseren Stromsektor zu stabilisieren. Und was darüber hinausgeht, darüber kann ich dann auch über andere Sachen nachdenken. Ne? Aber E-Fuels können wir natürlich wunderbar importieren, ne? Als Wasserstoffträger. Ja. Für die Anwendungen, wo man es dann eben sinnvollerweise braucht. Wir hatten ja gerade schon über so ein paar Sachen gesprochen, wo es da auch kaum Alternativen gibt. Also von daher, es ist kein Entweder-Oder. Ja, das, ich glaube, das ist, wir reden nicht davon, alles hier oder alles von auswärts. Das muss eine vernünftige Mischung sein. Ich würde sehr gern eigentlich sehen, wenn viel mehr über europäische Lösungen diskutiert wird. Ich
finde es schon immer ein bisschen befremdlich, wenn dann auch von der Politik, dann reden wir über Namibia und dann reden wir über Chile und über Kanada und über Australien. Ja, ich möchte die eigentlich in Südspanien, in Portugal, in Süditalien, ja, in Griechenland sehen. Ja. Wir haben so einen hohen Bedarf, eben auch unsere südeuropäischen Länder wirtschaftlich zu stärken. Ja. Das könnten wir doch super. Ja. Und wir könnten eben dort auch mit Stromtrassen arbeiten, wir könnten mit Pipeline-Gas arbeiten. Auch beim Wasserstoff gilt, der günstigste Weg ist per Pipeline. Ja, ja, absolut. Ja. Und das geht halt aus Südspanien oder Spanien geht das halt, aus Saudi-Arabien geht es nicht. Aus Namibia wird es schwierig. Ja. Also von daher, wir meines Erachtens müssten wir viel mehr im europäischen Kontext noch denken, auch gerade was diese Wasserstoffsachen angeht. Ja. Und damit dann eben auch Wertschöpfung eben in Europa erzeugen. Ja. Wohl wissend, dass wir natürlich politisch gesehen auch Schwierigkeiten kriegen, wenn wir den ganzen Nahen Osten sozusagen seine Öleinnahmen entziehen. Ne? Auch die Folgen sozusagen in Ländern, in denen heute, weiß ich nicht, jeder Zweite unter 25 oder sonst was ist, wenn da die Einnahmen wegfallen. Aber dann lasst uns das unter solchen Aspekten argumentieren, und nicht sagen, wir brauchen unbedingt den Wasserstoff von da. Dann sagt ihr, wir müssen da eben gewisse Investitionen machen, weil einfach weltpolitisch gesehen ist das wichtig. Russland hätte ich auch genannt noch vor einem Jahr gesagt. Okay, ja. Auch Russland sozusagen muss in unserem Interesse sein, dass wir stabil halten. Es wäre nicht gut, wenn wir denen komplett die Einnahmen abschalten. Jetzt ist es eine andere Situation, ne? Das ist keine Frage. Aber dann bitte unter diesen weltpolitischen Aspekten diskutieren. Ne? Also ich meine, ja, man sieht es immer halt oft erst hinterher, dass halt Abhängigkeiten auch von scheinbar freundlich gesinnten Ländern natürlich Abhängigkeiten sind. Absolut. Und, absolut. Wir gehen jetzt auf 50% Abhängigkeit von amerikanischem Gas. Ja, das ist ja wenn ein Herr Trump irgendwie zurückkehren würde, ja, weil ich meine, das führt natürlich auch dazu, dass die Gaspreise in den USA steigen, ja, wenn wir das so aufkaufen. Und wenn man dann sagt, na, ich will aber meinen amerikanischen Wähler ruhig stellen, dann bin ich auch ganz schnell dabei und reduziere diese Exporte. Jetzt hat ja Deutschland nach der ersten großen Energiekrise, also 1973, also da, wo diese berühmte Ölkrise war, ist ja eigentlich in Deutschland mal eine Entscheidung gefallen in die Richtung, wir wollen da unabhängig werden, wir gehen aber auf Kernenergie. Also man hat dann in den 70er Jahren sehr stark die Kernenergie ausgebaut. Ich glaube, bis zu 40% des Strombedarfs wurde vor 30 Jahren oder 40 Jahren von Kernenergie erzeugt. Ist es denkbar, dass man sagt, aus Energiesicht macht da eine gewisse Grundlast Sinn? Oder wie stehen Sie zu diesem Aspekt? Also zunächst erstmal, das zukünftige Energiesystem braucht keine Grundlastkraftwerke, ja, weil, wie gesagt, wir reden über 300 GW installierte erneuerbare Leistung sozusagen. Das heißt, zu den allermeisten Zeiten kriegen wir den oder mindestens die Hälfte der Zeit ist der Strom vollständig aus Erneuerbaren gedeckt. Naja, das heißt aber, ein Grundlastkraftwerk ist kein Grundlastkraftwerk, weil es macht keinen Sinn, dass es durchläuft. Mhm. Ja, das war in England schon vor ein paar Jahren die dicke Diskussion, als einerseits der Staat die Windkraft gefördert hat, ganz heftig, und auf der anderen Seite dann aber beschlossen hat, mit hohen staatlichen Subventionen neue Kernkraftwerke zu bauen. Mhm. Da sind die Energiewirtschaft ist auf die Barrikaden gegangen und gesagt, das passt nicht zusammen. Ja, okay. Wir brauchen zu den Erneuerbaren brauchen wir hochflexible Kraftwerke, die an- und abgeschaltet werden können. Erdgas oder dann halt in der Zukunft Wasserstoff, aber eben keine Grundlastkraftwerke. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, also ich meine, wenn Sie genau hinschauen, sozusagen seit Ende der 1970er Jahre ist in den westlichen Ländern, in denen es liberalisierte Strommärkte gibt, gibt es 2 oder 3 Atomkraftwerke, die nochmal neu in die Planung genommen worden sind. Mhm. Ja, das eine ist in Finnland, was immer noch jetzt gerade synchronisiert wird, das andere in Frankreich, was immer noch nicht fertig ist sozusagen. Alles andere sind entweder Planungen aus den 70er Jahren, die noch bis in die 1990er Jahre auch in Deutschland in Betrieb gegangen sind. Aber die USA haben sich lange abgewendet, und zwar aus rein ökonomischen Gründen. Mhm. Ja. Die Atomkraft ist im Prinzip gegenüber erneuerbaren Energien nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Ja, ich meine, die Engländer zahlen in Hinkley Point über 35 Jahre eine Einspeisevergütung von den Mitteln mindestens 12 Cent plus und dann noch Inflationsausgleich obendrauf. Ja. Mhm. Und damit und gleichzeitig machen sie Windstrom in England offshore für 4 Cent. Ja, das ist
Das geht natürlich nur mit Speichern dann zusammen, also weil auch in England nicht immer Wind weht. Das ist schon klar, aber die Speicher sehen trotzdem, wenn man sich das anguckt, die nehmen 10-15% maximal der Energie geht über die Speicher. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt 100% der Energie über Speicher schieben würde. Nee, das nicht, aber die Kosten. Also ja, das ist schon klar, Kosten, genau. Aber man muss eben bewusst sein, dass es eben, selbst mal angenommen, der Speicher kostet auch nochmal 5, 6, 7 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Es sind halt nur 15%, die da drüber laufen. Okay. Das heißt, systemisch, ja, ist das eben keine Verdopplung der Preise, sondern halt 10-15%, die on top oben drauf kommen. Ne? Und deswegen werden wir gucken. Also Frankreich, als Präsident Macron verkündet hat, es sollen neue Kernkraftwerke gebaut werden, hat die EDF gesagt, na toll, aber Staat, du bezahlst. Ja? Das Risiko ist heute nicht mehr, also privatwirtschaftlich ist das Risiko nicht tragbar. Mhm. Und das andere, also ich will von Atomendlage will ich gar nicht reden, aber was mir schon immer ein ganz wichtiger Punkt ist, auch man wird natürlich Atomwaffen niemals sozusagen begrenzen und eindämmen können, wenn man Kernkraftnutzung hat. Ja? Mhm. Also sie können Proliferation, können sie nicht verhindern. Und wie wollen sie denn um Himmels Willen dem Iran oder sowas verbieten, Atomkraftwerke zu bauen? Ja gut, die arbeiten ja auch. Also wie gesagt, das ist natürlich, in solchen Ländern hat man natürlich sowieso leider nicht den Einfluss. Ich meine, auch Nordkorea hat kein Kernkraftwerk, aber sie haben eben... aber sie müssen schon irgendwo herkriegen, das Material. Und das kommt schon aus Atomkraftwerken. Ja, also naja, das unbedingt. Also das ist halt ein Anrechnungsprozess. Aber gut, also jedenfalls, Sie sehen da erstmal... Zumindest in der klassischen Version. Ich meine, es gibt auch neue Ansätze mit Thorium und so weiter. Ja, es ist seit 20 Jahren, dass ich meine Studenten jedes Jahr einen Seminarvortrag zu halten. Ja. Also seit 20 Jahren hat sich nichts geändert daran. Mhm. Ja, es gibt genau diese Vorschläge und null Entwicklung. Mhm. Ja, also kein Mensch hat sie gebaut. Also keine Japaner, keine Russen. Niemand, wo man sagen würde, dass es, also auch Länder, wo es überhaupt nicht um Anti-Atomkraft geht oder sowas. Ja. Alleine schon, sie müssen eine Bank finden, die das finanziert. Ja, das und eine Technologie, wo man 15 Jahre hat, bis es in Gang setzt und dann wollen sie nochmal 40 Jahre lang sicherstellen, dass sie Geld damit verdienen. Können allein also es kann nur gehen, wenn der Staat das garantiert. Ja, das ist, wie gesagt, England, Hinkley Point, klar. Mhm. Die wollten noch einen anderen Standort, da wollten sie statt 12 Cent nur etwa 10 Cent anbieten. Da haben die Investoren sofort alle Viere von sich gestreckt und gesagt, nee. Ja, gut, gehen wir mal noch weiter in die Zukunft, beziehungsweise das war jetzt eher eine Betrachtung von Energieformen. Wenn man jetzt mal in das Jahr 2100 geht, weltweit, wo steht die Energieversorgung? Wie stellen Sie sich vor, dass sich weltweit die Energieversorgung hinentwickelt? Wird es eine rein Sonnenbatterie, Solarwelt? 2100? Ja, also guter Abstand. Physik wird noch die gleiche sein. Ja, genau. Deswegen, also ich sag mal, 2050, glaube ich, wird sie weitgehend erneuerbar sein. Mhm. Weil alles andere ist zu langsam. Ja? Ja. Also wir können überhaupt nur irgendwas im Kampf gegen Klimaerwärmung machen, wenn wir einigermaßen schnell sind. Ja. Und da wird uns kein Fusionskraftwerk helfen und ehrlich gesagt selbst Atomkraftwerke, ja, die tragen heute 10% zur Stromerzeugung weltweit dabei. Ja. Und wenn Sie dann allein Bauzeiten denken, also da können keine signifikanten Beiträge entstehen sozusagen. 2100, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Also ich meine, wir diskutieren gerade im Moment, versuchen das auch in Wissenschaftsakademien nochmal wieder zu analysieren, wie der Stand der Fusionsforschung ist. Da gibt es wieder verschiedene Anmerkungen sozusagen, weit weg davon, um überhaupt beurteilen zu können, ob man damit günstiger sein kann. Ich glaube es nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, dass, ich meine, wir sehen heute, dass wir in sonnenreichen Standorten der Welt erzeugen wir Strom für 2 Cent sind mit der Photovoltaik. Ja. Das wird 2100 deutlich unter einem Cent sein, das ist völlig klar. So billige Stromerzeugung hat man nie von irgendwas. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Und die Frage ist da tatsächlich vor allen Dingen, und dann kommen sie wieder in dieses Henne-Ei-Problem. Das ist wie bei den Batterien. Die Lithium-Ionen-Batterien haben einmal den Economy of Scale. Ja. Wenn sie jetzt also mit den Erneuerbaren wirklich sozusagen, ich meine, wir sind ja voll da drin, ja,
ist an allermeisten Standorten der Welt ist es heute die günstigste Technologie. So, und jetzt müssen Sie sozusagen mit einer neuen Technologie müssen Sie irgendwelche systemischen Vorteile da reinbringen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das Problem mit der Speicherung kriegen wir in den Griff. Ja? Mhm. So viel ist es nicht, und was wir speichern müssen. Und ich sage immer, wenn Sie so einen Pumpspeicherkraftsee nehmen, wenn Sie den leer pumpen und stellen stattdessen eine Batterie rein, dann haben Sie noch das 500-fache an Energie da drin. Ja? Ja, ja, das und dann ist gibt richtig, es ja andere Technologien, die Sie auch vertreten. Also es ist doch nicht so, dass wir einen Mangel an Speichertechnologien hätten. Wir haben nur mangelnden Bedarf bisher, weil der Markt es nicht hergibt. Ja? Ja, der Markt bezahlt bisher nichts sozusagen. Mhm. Aber ich sage immer, wenn es Bedarfe gibt, und das sehen wir jetzt ja heute zum Beispiel, wo diese Spreads, also die Preisunterschiede zwischen Hoch- und Tiefpreis am Tag, sind ja jetzt seit anderthalb Jahren sozusagen explodiert. Ja? Wo es früher halt 3-4 Cent waren, da sind wir heute teilweise bei 20 Cent oder mehr. Da, und sobald das da ist, und wenn man prognostizieren würde, dass das so bleibt, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, weil ich hoffe, dass der Strompreis wieder deutlich nach unten kommt insgesamt, ja, aber trotzdem werden Spreads bleiben. Ja, Spreads wird es immer geben, ja. Und dann kommen auch die Speicher, ja, sozusagen. Ja. Das ist eine wirtschaftliche Folge. Wenn es einen Markt gibt, auf dem man was verdienen kann, sie sind relativ einfach zu errichten, ja, egal mal welche Technologien, relativ schnell auch in der Regel. Also die Infrastrukturen sind deutlich geringer als jetzt eben, man braucht keine großen Pipelines dafür zu bauen oder sonst was. Also das wird funktionieren. Aber tatsächlich glaube ich, dass eben, wenn man mal so richtig drin ist in diesem Erneuerbaren, dann ist die Frage, warum sollte man wieder rauskommen? Ja, dann sozusagen. Ja, ne? wir haben ja in der Historie zumindest 3-4 große Energierevolutionen gesehen. Genau, und wie gesagt, der Übergang von Biomasse zu Kohle, von Kohle zu Öl, von Öl zu bisschen Kernenergie, sage ich jetzt mal, und dann jetzt eben zu Erneuerbaren. Aber dass es dann zum Beispiel zurück zu irgendwelchen verstärkten Verbrennungsprozessen führt, also dass dann die Autos zum Beispiel mit E-Fuels durch die Gegend fahren, das glaube ich im Leben nicht. Ja? Okay, also warum sollte man wieder auf einen Prozess, der nur ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel so effizient ist, warum sollte man da wieder zurück? Ja? Weil das darf man ja nicht vergessen. Also wir sind ja nur deswegen bisher nicht auf... Also Strom ist nun mal die höchstwertige aller Energieformen. Wenn man sie hat und man kann sie gut nutzen, dann sollte man das auch tun. Ne? Mhm. Oder wenn ich mir eine Wärmepumpe vorstelle, die einen Faktor 4 aus dem Strom macht. Ne? Wenn ich das Gas verbrenne, habe ich allenfalls einen Faktor 1. Ja, genau. Also das muss mir erstmal einer erklären, ne? Warum man dann wieder zu einem wesentlich weniger energieeffizienten System zurückkehren dass man zum Strom geht, das überzeugt mich absolut. Dass man, also die Quelle des Stroms, also bei Wind gibt es inzwischen Rechnungen, die sagen, na, wenn man hier zu viel Wind installiert, also 200 Gigawatt, 300 Gigawatt, dann hat es zumindest lokal klimatische Effekte, weil es ist nicht beliebig viel Windenergie auf dem Planeten da. Solar ist nahezu beliebig da. Keine Limitierung. Ja, zu beliebig und beim Wind sind wir, glaube ich, aber auch noch weit weg davon. Ja, also die Rechnungen scheinen schon, dass, also wenn man, ich glaube, wenn man die ganz, wenn man das so global thermodynamisch rechnet, das hat der Kante für gemacht, dann kommt man auf irgendwie 0,2 Watt pro Quadratmeter, also die Windenergie, die eben durch Polar-Äquator-Austausch entsteht und so weiter und dann der Wirkungsgrade, Quano und so weiter einrechnet. Aber wie auch immer, also es gibt da schon Limitierungen, aber die bei Sonne ist sie nicht vorhanden. Also da haben wir einen Faktor 100.000, nicht 10.000 sind wir, glaube ich, in der Überproduktion. Genau, also, und ich glaube auch, dass die Photovoltaik ist, langfristig wird die dominierende Technologie sein. Ja, also Solar wird vermutlich dann das gewinnen. Ja, das waren sehr interessante Erkenntnisse, wie man in der Zukunft und auch in der nahen Zukunft mit Energie umgeht, wie man Strom speichert, mit Batterien, mit anderen Technologien, mit vergleichbaren Chemie und so weiter. Es hat mich sehr gefreut, Herr Sauer, dass Sie da so hochkompetent Auskunft gegeben haben. Und für alle, die diese Energiegespräche sich gerne anhören, falls es Ihnen gefallen hat, einfach einen Daumen rauf oder auch ein Abo hinterlassen. Vielen Dank, Herr Sauer, nochmal. Ja, ganz herzlichen Dank für das sehr anregende Gespräch und für diesen Parforce-Ritt durch die ganze Technologie.